Los. Ja, ich begrüße alle Zuschauer und Zuschauerinnen zum heutigen Talk. Soziale Dreigliederung und oder Gemeinwohlgesellschaft und oder X ist das Thema. Ich stelle mich kurz nur insofern vor. Also ich freue mich, dass der Herr Dillen mich so als einen Garanten der freien Argumentekultur und der Basisdemokratie bezeichnet. Und wer da weiten Einblick bekommen will in das, was ich da so alles treibe, der kann das zum Beispiel über das Forum freie-argumente-kultur.net oder meine Hauptseite, die auf meiner Stirn steht, global-love-love.eu. Ansonsten freue ich mich auf ein spannendes Gespräch. Die soziale Dreigliederung hat ja eine große Bedeutung heute, auch zum Beispiel im Rahmen dessen, was die Basispartei so vertritt. Und wird aber auch an vielen anderen Stellen diskutiert. Und da kommen ja hier dann einige Positionen zusammen im Talk, die sehr spannend sind. Die Frau Grimmenstein auch mit der verfassunggebenden Versammlung, um die sie sich bemüht. Und der Herr Dillen ja vom Weltrat der Weisen, beziehungsweise den Next Scientists for Future. Also ich denke, wir werden ein spannendes Gespräch haben mit den Zeiteinteilungen, die der Herr Dillen schon etwas erklärt hat den Teilnehmenden. Also es beginnt mit 4 Minuten, die jeweils die Experten bzw. Referenten nutzen werden. Dann können da auch Fragen oder Stellungnahmen zu erfolgen. Ja, und so geht es dann im Kreis mal weiter. Und ich versuche das Ganze störungsfrei und flüssig so ein bisschen zu halten durch die Moderation. Und ja, danke und gebe erstmal dann an den Herrn Korpley. Okay. Also soziale Dreigliederung ist vielleicht so nach seit einiger Zeit eher ein Thema durch die Partei. Selber beschäftige ich mich damit seit jetzt über 30 Jahren und versuche das bekannt zu machen durch die Website dreigliederung.de und jetzt durch Seminare oder Dialoge. Und also es geht vor allem um die Idee, dass das Wirtschaftsleben, das Rechtsleben, das heißt das, was man Politik nennt, und die Kultur, aber eigentlich breiter gefasst, dass die sich eigentlich selbstständig organisieren und im Ergebnis dann sich befruchten. Das wäre so die Grundidee. Aber der Teufel steckt im Detail, wie das dann wirklich praktisch aussehen könnte. Ich würde sagen, erstmal so viel. Ja, dann sage ich mal Dankeschön. Wenn Ihnen das schon reicht, das ist deutlich unter 4 Minuten, da hätten Sie noch einen ganzen Roman mehr erzählen können. Aber wir kommen ja im Kreis immer wieder zu Wort und von daher gebe ich dann mal weiter an die Frau Grimmenstein. Naja, also bei mir ist so, dass ich auch schon fast 30 Jahre mit dieser juristischen Thematik beschäftige, womit ich jetzt praktisch dieser neue Gesellschaftsvertrag anstrebe. Es geht also gar nicht um diese, sagen wir mal, verfassungsgebende Versammlung. Es geht definitiv darum, dass die Menschen sollen sich langsam entscheiden, wie sie zusammen oder miteinander leben möchten. Weil unsere Lebensgrundlagen und generell unsere sozialen Zustände, die werden immer schlimmer. Also die Spaltung der Gesellschaft wird immer größer. Auch der Unterschied zwischen Arm und Reich wird immer größer. Und auch unsere ökologische, ökonomische, soziale Lebensgrundlagen werden also systematisch vernichtet. Und wir müssen definitiv dagegen was tun. Und ich habe im Leben gerufen, eigentlich diese Bürgerinitiative Gemeinwohllobby mit der Zielsetzung, dass wir uns neue Rahmenbedingungen geben. Und diese Gemeinwohllobby grundsätzlich gibt keine Maßstäbe. Also wir arbeiten schon gemeinwohlorientiert und wollen wir solche
neue Richtlinien finden, die praktisch diesem absoluten Gemeinwohl dienen. Aber wir geben keine Vorgaben für die Menschen. Die Menschen sollen selber hier gestalten und selber also mit abstimmen, selber Ideen einbringen. Also wir sind praktisch eine Sammelbecken. Ein Sammelbecken und diese Sammelbecken wollen wir auch bleiben. Also wir sind grundsätzlich ein Koordinationsorgan, also ohne Ideologie, ohne jegliche Ideologie. Und wir hoffen, dass die Menschen wecken können, dass bitte sollt ihr euch äußern, wie sollen wir gemeinsam was gestalten. Selbstverständlich, wir brauchen eine Rahmenbedingung, wir brauchen eine gemeinsame Gesellschaftsvertrag zu fabrizieren, was praktisch unserer Gesellschaft einigermaßen neue Basis und neue Grundlage gibt. Das möchten wir erreichen und wir möchten also praktisch die Menschen erreichen. Ich hoffe, dass es mit der Zeit gelingt, uns immer mehr Menschen zu bewegen. Hoffen wir, hoffen wir. Die Menschen noch viele leider schlafen. Aber ich hoffe, dass es mit der Zeit doch diese Schraube so kräftig dreht, dass vielleicht doch die Leute mit der Zeit wach werden. Oder eben noch länger schlafen, weiß ich nicht. Wir bemühen uns. Wir bemühen uns für einen neuen Gesellschaftsvertrag, damit wir neue Rahmenbedingungen bekommen, weil unter diesen Rahmenbedingungen wird nichts mehr funktionieren. Das tut mir leid. Das müsste schon jeder denkende Mensch merken, dass hier funktioniert schon nichts mehr, gar nichts mehr. Ist gut genommen, der Rechtsstaat ist so in sich zusammengebrochen, dass wir das gar nicht mehr, also damit können wir nichts mehr anfangen. Wir müssen was Neues, wir müssen neue Wege suchen, damit wieder etwas funktioniert bei uns. Dass wir wieder unsere Gesellschaft sich wohlfühlen kann und miteinander mit Respekt entgegentreten. Und das ist unser Ziel, mehr nicht. Ja, danke, Frau Grimmenstein. Dann gebe ich als nächstes mal an den Herrn Dillen weiter. Ja, Frau Grimmenstein, wenn alle doch ihre Mikrofone ausmachen, erst nochmal. Einfach die Mikrofone alle aus. Ja, Frau Grimmenstein, Sie haben es ja eben schon angedeutet, dass wir uns alle ja irgendwo mehr Demokratie wünschen, weniger Einfluss der Konzerne und der Lobbyisten auf die Politik, sondern riesiger Einfluss von uns Wählerinnen auf die Politik. Das ist das, was wir uns alle wünschen. Und ich habe jetzt mal im Geiste schon die verschiedenen Wirtschaftssysteme und Gesellschaftssysteme angeordnet, sozusagen. Und zwar ganz rechts außen, würde ich sagen, da ordne ich den neoliberalen, marktradikalen, bösartigen, patriarchalen Raubtierkapitalismus, den wir im Moment haben und den wir beschönigend soziale Marktwirtschaft nennen. Aber in Wirklichkeit ist unsere soziale Marktwirtschaft eben aus meiner Sicht nicht, aus wissenschaftlicher, aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht die Lösung, sondern das Problem, während Frau Merkel das immer noch als die Lösung betrachtet. Ne? Dieses aus meiner Sicht schrecklichste Wirtschaftssystem aller Zeiten. Es gibt gleich noch ein schlechteres, aber da kommen wir gleich dazu. Und links daneben sehe ich die Gruppe also direkt links daneben sehe ich das, was ich nennen würde, im Gegensatz zum Pseudokommunismus, der ja ganz links steht gleich in meiner Vorstellung. Kommt jetzt eigentlich der Leistungs- und Wettbewerbskommunismus. Wir Naturwissenschaftler haben ja festgestellt, dass es in eigentlich nur eine Form des Kommunismus gibt, die jemals funktioniert hat. Und das ist im Tierreich auch zu beobachten. Und das ist ein echter Leistungs- und Wettbewerbskommunismus. Das heißt also, der Unterschied zum Kapitalismus ist, dass der Kapitalismus Profite auf Kosten der Menschheit erlaubt, während der Leistungs- und Wettbewerbskommunismus die guten Seiten von Leistung und Wettbewerb nutzt, die Motivation, aber keinerlei Profite auf Kosten der Menschheit erlaubt, sondern sich da die Hand reicht, mit der jetzt
in der Mitte anschließenden Gemeinwohlwirtschaft und Gemeinwohlgesellschaft, GWW und GWG. Man könnte jetzt als linken Rand der Gemeinwohlwirtschaft, könnte man die weltberühmte Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber jetzt nochmal eintragen, weil die hat so eine gewisse Nähe, die hat so leichte Berührungspunkte in ihrer Grundphilosophie zur Ex-DDR, also das, was wir Pseudokommunismus nennen, ne? Aber auch Christian Felber lehnt Leistung und Wettbewerb nicht grundsätzlich ab, sondern nur, er lehnt moralisch eher die Konkurrenz ab. Aber Leistung und Wettbewerb lässt er zu, auch wenn er schon gewisse Tendenzen hin hat, Richtung DDR zu schielen mit manchen seiner Gedanken, die er äußert, ne? Und dann haben wir, aus meiner Sicht, kommt jetzt da irgendwo, das müssen Sie uns, Herr Quaple, dann nochmal genauer sagen, die soziale Dreigliederung, weil die kommt jetzt da, weil die aus meiner Sicht so eine Mischform ist und in Teilen sozusagen das Wirtschaftliche rausnehmen möchte aus bestimmten Bereichen der Gesellschaft, ja, und in anderen Bereichen aber allerdings auch die Leistung und Wettbewerb als Begriff, auch Denkbegriff auch drin lassen würde. Und ganz links außen sehe ich die aus meiner Sicht überall in der Welt gescheiterten DDR-ähnlichen Modelle, also Leistung und Motivation ganz rausnehmen aus dem Berufsleben und darauf hoffen, dass die Menschen von sich aus motiviert sind, obwohl jeder das gleiche Geld kriegt im Prinzip und eigentlich es keinen Unterschied macht, ob ich nur eine Höchstleistung bringe oder die niedrigste Leistung bringe, verglichen mit den Kollegen. Ja, meine Zeit ist um, es hat gepiepst. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was Herr Wagner vielleicht daraus moderiert oder ob jemand eine Zwischenfrage stellen will. Eine Minute gibt es immer für die Zwischenstatements oder Fragen und wie wir vielleicht dann auch letztendlich, wer ich sehe, gespannt jetzt auch, was der Herr Korple sagt, wo er genau da in diesem Wirtschaftsmodellreigen genau selber die soziale Dreigliederung anordnen würde und warum und wieso und weshalb. Und ja. Ja, Herr Wagner, Sie als Moderator sind wieder, ich übergebe. Ja, danke schön. Also ich peppe mal mit ein paar Sekunden vielleicht das bisher Gesagte noch auf durch ein paar Hintergründe von meiner Seite aus. Also ich bin auch in diese Palette einzuordnen, ein Stück weit zwischen dem Raubtierkapitalismus auf der einen Seite, verschiedenen Formen von Sozialismus und Kommunismus oder Gemeinwohlorientierung dazwischen und dann ziemlich am Rand. Als die Form, die so sehr ursprünglich sein kann, auch bei den Bonobo-Schimpansen, das Leben in der aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommune. Das ist so meine Orientierung, so lebe ich selbst ein ganzes Stück weit. Und ja, und das ist wirklich eine ganz spannende Palette, wo ich auch gespannt bin, heute Abend noch mehr zu hören über die soziale Dreigliederung, die mir durchaus oft begegnet ist in den 30 Jahren meines Aussteigerlebens, wo ich auf der Straße alten Leuten begegnet bin, die einerseits gesagt haben, sie haben mit Rudolf Steiner gemeinsam noch anarchistische Flugblätter verteilt und sie hätten auch gewusst, wie radikal der eigentlich ist, was heute viel verloren gehen würde an manchen Stellen. Ich selbst habe dann auch die Literatur gelesen von Rudolf Steiner ein Stück weit und ich fand mich am besten wieder in den zwei Stellen seines sozialen Hauptgesetzes, wo er einerseits sagt, einer Gemeinschaft geht es umso besser, je mehr der Einzelne für die anderen tut und nicht für sich. Und an anderer Stelle, es käme dringend darauf an, den Zusammenhang zwischen Arbeit und Bezahlung aufzulösen. Das wird ja eigentlich bedeuten, in meiner Sprache, also ich sehe mich als Schenker oder Gründer der Schenkerbewegung, dass es einer Gemeinschaft umso besser geht, je mehr die Menschen einander beschenken. Also ganz spannende Sachen. Und von der Dreigliederung vielleicht noch ein Aspekt so zum Aufpeppen reingeworfen. Also das ist ja die Brüderlichkeit fürs Wirtschaftsleben, die Gleichheit fürs Rechtliche und die Einheit, nee, die Freiheit für die Kultur. Und dass die Kultur und Bildung und die Freiheit dazu so eine Schlüsselfunktion auch hat, um die übrigen Gesellschaftsbereiche dann positiv aufschließen zu können. Und ja, das gefällt mir sehr gut, weil ich denke ja auch, die denkenden Wesen oder Tiere müssen frei denken können miteinander. Sonst wird auch das andere nichts. Deshalb bin ich ja so für freie Argumentekultur. Also sehr spannend, da jetzt genaueres zuzuhören, wie sich diese verschiedenen
Gesellschaftsmodelle und Antwortversuche vielleicht zueinander gruppieren können. Und ich würde vielleicht dann jetzt erstmal schauen, wenn wir noch andere Teilnehmer haben, die Frau Müller oder den Herrn Beck, ob die vielleicht auch Fragen haben oder auch so Einwürfe, jeweils eine Minute. Oder ob wir gleich wieder an den Herrn Corplet geben für die nächste Runde. Schauen wir mal kurz, ob die Herren Beck oder Müller, Frau Müller, was sagen wollen, sich irgendwie melden. Tun sie scheinbar nicht. Dann machen wir weiter, weil das wird ja immer im Kreis jetzt so herumgehen, mit dem Herrn Corplet, was der zu dem bisher Gesagten so kommentieren möchte. Es ist ja, Sie haben Genau. das erwähnt. Und wieder alle Mikros aus, außer Herrn Korble. Ja, genau. Jetzt, Sie können dann loslegen. Ich starte die Uhr dann, wenn Sie loslegen. Ja. So, Sie haben das jetzt erwähnt mit der Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben. Was interessant ist, dass es für Steiner über den Vertrag geht. Das heißt, die Formen, wie die Brüderlichkeit sich umsetzt, sind dann Verträge. Also keine Verordnung, keine Direktiven von oben, sondern dadurch, dass man das möglichst alles auf den Tisch gelegt ist und ein Gesamturteil gebildet werden kann, die Verträge dann, die man miteinander schließt, anders aussehen, als wenn man nur den eigenen Gesichtspunkt haben kann. Das wäre so diese Konkretisierung der Brüderlichkeit. Und jetzt die Frage, wenn man nach dem Kapital fragt, also das ist das, was ein bisschen schwierig ist einzuordnen, wenn man das nicht kennt. Sie haben gesagt, Kulturleben, Gleichheit. Steiner sagt Geistesleben. Und das sehr Eigenartige ist, dass er eben das Kapital zum Geistesleben rechnet. Eben nicht, und dadurch nicht zu dem Bereich, der mit Wirtschaft, der mehr mit Brüderlichkeit zu tun hat, sondern mit dem Bereich, der mit Freiheit zu tun hat. Aber da auch damit zu tun hat, dass es unverkäuflich sein muss. Also das Kapital ist für Steiner das, was man eigentlich aus dem Wirtschaftsleben rausholen muss, was nicht mehr käuflich sein soll. Das heißt auch zum Beispiel, dass Aktienmarkt zu überwinden ist, dass Unternehmen nicht mehr verkauft werden können. Das ist so, dass eigentlich Unternehmer also ihre Leistung versuchen können zu geben, aber eben dafür sorgen, dass sie nicht aufgekauft werden können. Das wäre zur Präzisierung, weil man eben sonst sehr schwer hat zu verstehen, was Steiner unter Geistesleben versteht. Das ist einfach, wie man seine Fähigkeiten einsetzt für das Ganze. Im Unterschied zum Wirtschaftsleben, wo es um die Bedürfnisse gehen würde. Das wäre so vielleicht zur Konkretisierung der Begriffe und zu der Frage, ob links oder rechts. Da würde ich eben sagen, Wirtschaftsleben sehr stark brüderlich, aber das Kapital, jetzt das unverkäufliche Kapital, dann zum Geistesleben und zur Freiheit. Ja, danke schön, Herr Coaplé. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem, was die Frau Grimmenstein sagen möchte. Also, ich habe zu dieser Dreigliederung, weil wir keine Ideologie, also nichts unterstützen. Also, bei uns ist so, dass die Leute sich sollen frei entfalten. Und durch diese Freientfaltungsmöglichkeit haben wir zwei Unterstützer von Gemeinwohllobby, die jetzt vorgenommen haben, dass unser bisheriger Entwurf zum Gesellschaftsvertrag gliedern werden. Also die machen jetzt praktisch die sortieren, wir haben diese Aktienkapitel, was bis jetzt besteht, die werden jetzt an dieser Dreigliederung sortieren. Also werden sie ganz neu sortiert. Ich bin mal gespannt. Sie sollte das also in Kürze loslegen, wollten sie machen, so ungefähr in 3 Wochen. Und das sollte für die Menschen jetzt unter einem anderen Aspekt praktisch diese Aktienkapitel jetzt angeboten werden. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Wir unterstützen jede neue Idee, jede Bestrebung.
wie ich sage, die Menschen sollen selbst entscheiden, was sie möchten. Und wir gucken mal, weil mehrere Leute wollen in 3G-Richtung bei uns auch Artikel einbringen, sollen sie tun. Mal schauen, was dabei rauskommt. Alles klar, dann kann der Herr Dillen weitermachen. Ja, alle anderen Mikros aus, ja. Frau Krimmenstein, ihr ist, glaube ich, noch an, ne? So, jetzt super. Ja, dann lege ich mal los. Jetzt, ich möchte mal, ich habe jetzt keine Ahnung, ob die Basis der sozialen Dreigliederung Unrecht tut, aber ich kann mich erstmal nur auf das beziehen, womit die Basis in der Öffentlichkeit auftritt. Und das ist so, dass es mich leider ein bisschen erschreckt, weil zum Beispiel spricht die Basis öfters von so Dingen wie, dass sie die Leistungsmotivation oder das Kapital, das Geld oder die Geldanreize rausnehmen möchte aus dem Gesundheitswesen. Das bedeutet für mich ein staatliches Gesundheitswesen, und das soll dann auch noch offen sein für alle Heilpraktiker, was auch bedeuten könnte, weil es gibt gute Heilpraktiker, es gibt auch das, was wir vielleicht Scharlatane oder Quacksalber nennen würden. Und wenn ich dafür öffne und einen Krankenkassenzugang quasi für alle Heiler, Naturheiler, Heilpraktiker, was auch immer mache, dann aber kein Leistungsmessungsinstrument habe, dann sehen wir Naturwissenschaftler natürlich die riesige Gefahr, dass damit sozusagen letztendlich die Kosten im Gesundheitswesen noch weiter nach oben gehen. Und dass zwei Dinge passieren. Wir sehen die Gefahr, dass in einem staatlichen Gesundheitswesen auch die fähigen Ärzte und Heilpraktiker und wer auch immer, sie einfach dann sehen, aha, jeder kriegt ja im Prinzip das gleiche Gehalt, und die dann sehen, ah ja, da gibt es einen, der ist ganz faul und ganz dumm, aber der kriegt sein Geld genauso wie ich. Und dann, dass dann die Gefahr besteht, dass die sich dann auch zu dem Level immer des Unfähigsten quasi anpassen könnten und sagen würden, ja, dann mache ich doch in meiner Arbeitszeit gemütlich und ruhe mich aus und lenke, so wie es in der DDR geschehen ist. Zum Beispiel am Feierabend, wo ich dann dem Autorennen-Hobby fröne, da bin ich dann kreativ, innovativ, bringe Leistung und bringe Wettbewerb und fahre Rennen und bringe mein Auto auf Vordermann und mache daraus das Auto noch einen Millimeter schneller als vorher und so weiter, so dass dann also die Motiviertheit und die Leistung an der Wirtschaft vorbei und an dem Gesundheitswesen vorbei geschehen könnte und damit sozusagen wir eigentlich in Deutschland, das deutsche Gesundheitswesen, die gleichen Probleme bekommen könnte wie das Englische, wo eben auch unser Professor Ballach von den Next Scientists for Future und vom Weltrat ja auch angedeutet hatte, dass er sozusagen, dass das englische System nicht immer gut funktioniert. Eine Dame hat mir gerade gesagt, dass man dort eigentlich fast nie einen Arzt zu sehen bekäme, weil eben alle darauf dazu neigen, eigentlich möglichst wenig zu tun im englischen System, ja, und weil sie eben auch das Festgehalt bekommen. Und dann eben sozusagen die, ja, letztendlich Herr Professor Ballach sprach dann davon, dass er schon auch noch zusätzliche Leistungsanreize erwägt und für sinnvoll hält, war aber auch ein bisschen inspiriert von der sozialen Dreigliederung und sagte, vielleicht reicht auch die staatliche Festgehalt aus, wo wir anderen im Weltrat da eher Bedenken hätten, weil wir würden sagen, und das werde ich in der nächsten Runde einbringen, nämlich die Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve und Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit müssen aus unserer Sicht gemessen werden und daran die Verdienstzuschüsse ausgerichtet werden. Und dann haben wir Leistungsmotivation und trotzdem Gemeinwohl, 100% Gemeinwohl. Aber in der nächsten Runde werde ich das vertiefen, ne? Ja, ich gebe wieder zurück an den Moderator.
Ja, und ich greife mal ein paar Aspekte aus dieser Runde auf und werfe sie sozusagen wieder in den Gedankenring. Die Frau Grimmenstein hat ja freundlich aufgeschlossen gesagt, bei ihr wäre es möglich, dass die soziale Dreigliederung auch mit all ihren vielleicht wertvollen Aspekten mit eingebracht wird, so um den Menschen Angebote, Ideenangebote zu machen, was sie ja als eine große Absicht von sich auch sieht, nicht die Dinge vorzuentscheiden, sondern eine Palette von denkbaren Möglichkeiten und Wahlmöglichkeiten den Menschen zu eröffnen. Der Herr Quaplé hat gesagt, ein wichtiger Aspekt sei, dass das Kapital eben nicht der Brüderlichkeit so sehr, sondern der Freiheit zugeordnet wird, damit aus dem Wirtschaftsbereich ein Stück weit ausgegliedert wird, dass die Unternehmen auch nicht mehr verkäuflich sein sollen, dass die Leute sich zwar engagieren können für ihre wirtschaftlichen Zwecke, etwas zu leisten, ich habe so rausgehört, auch fürs Gemeinwohl motiviert, aber auch nicht so, dass dann Unternehmen insgesamt verkauft werden könnten und derartiges. Und der Herr Dillen hat den Kontrast mit hineingebracht, wie es aussieht, ob das Ganze so im Sinne einer Planwirtschaft oder eines Grundeinkommens oder wie auch immer, aber ohne Leistungsanreize, geldliche Leistungsanreize laufen solle, was er nicht unbedingt so als so einfach funktionierend betrachtet. Da kann ich vielleicht noch zu einbringen, dass der Herr Dillen und ich uns oft über solche Konzepte austauschen und dass wir da zu dem Ergebnis oft kommen, dass es eine Doppelschienigkeit braucht. Das heißt, man kann auf Geldanreize verzichten, wenn die Leute eine solche Verantwortungsmotivation fürs Ganze und fürs Gemeinwohl in sich tragen, dass sie auch ohne spezielle Belohnungen dafür das tun, was dem Gemeinwohl dient. Aber solange sie diese Verantwortungsreife noch nicht haben, sozusagen voll beseelt zu sein vom Gemeinwohl und dem Dienst am Gemeinwohl, so lange braucht es sozusagen als Stütze oder Hilfestellung geldliche Anreize, ein Anreizsystem, was wirklich dazu führen könnte, dass dann auch richtig fürs Gemeinwohl mit echter Motivation und ausreichender Motivation gehandelt wird. Also dieser Kontrast wird bestimmt jetzt noch zum Thema werden, denke ich, in unserem weiteren Gespräch. Inwiefern geht es ohne Leistungsanreize? Inwiefern braucht es Leistungsanreize? Und welche Verantwortungseinstellung der Menschen wäre denn nötig, dass es auch ohne Leistungsanreize funktionieren kann? Damit gebe ich das dann mal wieder für die nächste. Oder ich frage erstmal, sind da noch Fragen oder auch Bemerkungen, anregende Bemerkungen, nun von den weiteren Teilnehmenden, Frau Müller oder Herrn Beck? Die hören scheinbar weiter andächtig zu und sind ganz begeistert von dem, was die Referenten so sagen. Gut, dann gebe ich wieder an den Herrn Quaplé für die nächste Runde. So, vielleicht erstmal zur Orientierung. Unter den Gründern von der Partei Die Basis gibt es Menschen, die sich mit der Teilung beschäftigen. Was dann als Programm rauskommt, muss gar nichts damit zu tun haben, was diese Menschen mitgebracht haben an Impulsen. Und erst recht, es muss auch erst recht nichts mit der Teilung zu tun haben. Das heißt, da würde ich jetzt nicht urteilen wollen, was jetzt das Programm der Partei ist. Vielleicht so viel zur Orientierung. Für eine Partei ist es sehr schwer, sich für die Dreigliederung einzusetzen, weil sie gerade darin besteht, dass der Staat sich in vielen Fragen dann entmachten würde. Und als Partei ist es schwer, ein Parteiprogramm für den Staat zu machen und dann zu entstaatlichen, zu die Gesellschaft zu entstaatlichen, so dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sehr schnell die Basis eigentlich gewöhnlicher denkt als die Dreigliederung, sagen wir mal. Also nur zur Warnung. Also was ich sage, wird eher so darum gehen, dass man einschätzt, wie steht es zur Dreigliederung, aber die Partei ist für mich eine eigene Sache. Das ist für mich ein Wagnis, dass man überhaupt eine Partei macht, die mit der Dreigliederung zu tun haben. Da bin ich sehr neugierig, was draus wird, aber lege mir nicht mein Hand ins Feuer.
Erst recht, wenn es basisdemokratisch zugeht, könnte ich mir vorstellen, dass es ganz andere Richtungen sich durchsetzen, sehr schnell. So viel. Jetzt war speziell die Frage jetzt Gesundheitswesen und allgemeiner jetzt Leistung. Ja? Und das ist insofern ein Problem, als wenn man wirklich schaut, was Steiner darüber zu sagen hat, es nicht unbedingt aufgegriffen worden ist von den Leuten, die sich mit der Teilung beschäftigen. Das heißt, da muss ich, sagen wir mal, abweichen von dem, was man sonst unter Dreigliederung versteht. Was für mich zentral ist bei Steiner, zu der Frage jetzt, ist, dass er meint, das Rechtsleben, das heißt die Gesetze, der Staat, ist zuständig für die Reduzierung der Arbeitszeit. Für eine Gerechtigkeit, also zu einer gerechten Aufteilung einer Arbeitszeit, die eigentlich reduziert werden könnte, wenn nicht immer nur das Kapital die Produktivitätsfortschritte einkassieren würde, sondern wenn man wirklich machen würde, dass immer mehr, dass diese Arbeitszeit, dass diese Produktivität auch statt immer mehr zu produzieren, auch macht, dass man mehr Zeit hat, wo man nicht produzieren muss. Und das ist für mich ein zentraler Aspekt der Dreigliederung, wie die Arbeit eigentlich demokratisch reduziert werden könnte. Und wie Steiner eben sich überlegt, wie kann man machen, dass es dann nicht mit Einkommenseinbuße zu tun hat, eben indem man gerade die Produktivität aufteilt, also die Fortschritte aufteilt. Die Frage jetzt Leistung Anreize oder nicht Anreize, die sind für mich nicht so klar bei Steiner eigentlich. Also interessant ist, dass zum Beispiel bei Unternehmern sagt, ich rede zu lange, dann erstmal so viel. Machen Sie ruhig, hängen Sie doch noch eine Minute dran. Die haben vorhin so kurz gesprochen. Hängen Sie ruhig noch mal jetzt eine Minute dran, ja? Okay. Also für das Gesundheitswesen, also ich würde allgemein sagen, man kann nicht denken, dass die Sozialteilung gemeint ist, dass zum Beispiel das Schulwesen oder das Gesundheitswesen staatlich finanziert ist. Das heißt, an dem Punkt könnte ich schon sagen, das hat sich von der Teilung entfernt, wenn man jetzt auf den Staat rechnet, um diese Bereiche zu finanzieren. Die Frage ist, wie kann man machen, dass jeder sich das leisten kann? Und dann ist es die Frage, wie gestaltet man das Wirtschaftsleben um, dass man wirklich diese Kosten tragen kann, ohne dass jetzt der Staat alles in seine Richtung bringen kann. Und das heißt auch in die Richtung von dem, was die Mehrheit für das Richtige hält und nicht, was der Einzelne für sich für das Richtige hält in diesen Bereichen. Das wäre so, was ich da noch sagen wollte. Ja, danke schön, danke schön. Das wird ja gleich spannende Berührungsmomente ergeben können, wenn nicht der Staat das Gesundheitswesen finanzieren soll, sondern auf eine neue Art und Weise das auch getragen oder orientiert sein soll von dem, was der Einzelne für sich für gut findet oder richtig findet. Also da wird bestimmt der Herr Dillen mit dem Konzept der Wohlfühlstimme gleich interessant dran anknüpfen können. Ja, aber erstmal die Frau Grimmenstein. Frau Grimmenstein, was fällt Ihnen im Moment so ein? Also, ich kämpfe schon lange gegen Privatisierung des Gesundheitswesens, weil durch diese Privatisierungstendenzen praktisch sind solche Krankenhäuser entstanden, die praktisch solche Sachen praktizieren, die viel Geld einbringen, ne? Wie zum Beispiel diese Prothesen,
Also dann haben wir einen Haufen orthopädischer Krankenhäuser und so viel haben wir gar nicht. Ne? Also bauen wir hintereinander künstliche Hüften und künstliche Knien ein, ne? Und dafür fehlen zum Beispiel Kinderkliniken. Also Gesundheit darf nicht im ökonomischen Bereich landen. Und ich meine, auf jeden Fall vielleicht auch diese staatliche Geschichte gefällt mir nicht ganz so toll. Die gehören zum Beispiel, eine Form könnte Genossenschaften werden, was ist direkt, ich finde, sagen wir mal, Krankenhäuser gehören auch zum Gemeingut. Und Gemeingut gehört meiner Meinung nach zum Bürgerhand. Also die sollten praktisch im städtischen und Gemeindebesitzer sein. Nicht direkt staatlichen, sondern die Bürger sollten praktisch in ihren Krankenhäusern vielleicht eventuell auch im Besitz beteiligt sein, aber gar kein Fall in dieser Form wie jetzt passiert mit uns, dass wirklich Krankenhäuser hintereinander geschlossen werden und dann sollen sie mega große Krankenhäuser entstehen, wo wirklich Patienten manchmal wirklich stundenlang im Notzustand hin und her gefahren werden, dass sie überhaupt in ein Großkrankenhaus kommen. Mag sein, die sollen wunderbar vorbereitet sein, aber trotzdem, die gehören also Krankenhäuser und gerade kleinere Krankenhäuser sind gerade für die Menschen angepasst. Die Menschen leben gerne in kleineren Einheiten, ne? Und nicht in Mega-Einheiten. Also ich finde, die Gesundheitsversorgung sollte regional bleiben und in der öffentlichen Hand, aber regional. Das ist also definitiv meine Meinung. Und diese ganze ökonomische Tendenzen, Ökonomisierung, Gesundheitswesen, deswegen haben wir auch jetzt diese unheimliche Impfpropaganda und alles, was wir jetzt gerade erleben, das kommt gerade durch diese Ökonomisierung der Gesundheit, weil daran ist enorm viel zu verdienen. Und das müsste irgendwie... Also da müsste praktisch für die Pharmakonzerne eine Tür geschlossen werden. Also, definitiv, die Tür müsste zugeschlagen werden, weil so geht das nicht. So geht das nicht. Also menschliche Gesundheit ist dermaßen also wahr geworden, das ist momentan die beste Goldgrube. Und das und gut genommen, und dieser Gesundheitswesen ist keine Gesundheitswesen, das ist ein Krankheitswesen. Man erzeugt eher Krankheiten als gesund machen. Und das ist auch überhaupt nicht in Ordnung. Das ist also praktisch so destruktiv, dass es eigentlich diese Ökonomisierung, dieser Gesundheitswesen kann die ganze Menschheit praktisch auslöschen. Das ist praktisch eine Mordwaffe. Für mich ist das eine Mordwaffe. Und deswegen müssen die Menschen praktisch geweckt werden, dass es praktisch dadurch ja, nicht nur die Lebensqualität, das ist ein Vernichtungsprozess. Vernichtungsprozess, und da finde ich schon, müssten wir wirklich unheimlich schnell tätig werden, weil geht in rasantem Tempo voran. Und deswegen, weil unser Rechtswesen gleichzeitig zusammengefallen ist, wir sind definitiv nicht mehr in der Lage, diese Entwicklung zu stoppen. Und das geht normalerweise nur mit einem neuen Gesellschaftsvertrag. Damit wir praktisch alle Probleme auf den Tisch kommen. Ja, dann kann ich ja im Prinzip gleich weitermachen. Ja, denn das ist genau das, Frau Krimmenstein, worum es geht. Alle Mikrofone aus? Ja, genau. Ja, dann lege ich mal los. Und ich werde jetzt genau die Vermittlung zwischen diesen verschiedenen Modellen machen, die wir machen. Und will es jetzt nicht groß einblenden, aber jeder weiß ja, dass wir auch die Partei des Gemeinwohls jetzt als Projekt haben, sozusagen, und die kompetente Partei des Gemeinwohls. Und wir selbst, der Weltrat, sympathisiert ja ein bisschen mit dem Professor Franz de Waal, hat ja sozusagen den urmatriarchalen pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus beschrieben mit solchen Worten. Ja, die praktizieren ja Make Love Not War und das funktioniert auch noch und das ist ja matriarchale, das sind ja matriarchale Hippie-Affen und so weiter. Und das ist also quasi, aber in Wirklichkeit handelt es sich dabei um wirklich einen Leistungs- und Wettbewerbskommunismus, den die
Bonobos praktizieren. Und da haben wir natürlich große Sympathien dazu. Und unsere Variante der Gemeinwohlökonomie, also der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung GWO, ist eher in der Nähe sozusagen dieses Leistungs- und Wettbewerbskommunismus eher angesiedelt. Und der durch seine Wettbewerbselemente allerdings eher sozusagen eben da sehr mittig ist und praktisch keine Nähe zu dem DDR-Pseudokommunismus aufweist. Und jetzt einmal nochmal, Frau Grimmenstein, Sie haben vollkommen recht, die Privatisierung im Gesundheitswesen hat uns riesigste, tödlichste Fehlanreize gebracht. Im Moment werden wir zu Tode behandelt und operiert und geimpft und was auch immer, um des Profites willen. Ja? Das sind Fehlanreize. Jetzt Problem ist nur, wenn ich das Ganze in kommunale, in öffentliche Hand gebe und dann in die Städte und die Kommunen gebe, dann habe ich sowas wie ein staatliches System. Dann habe ich sowas und dann besteht die Gefahr, dass eben dann die anderen Fehlanreize wirken, nämlich die Fehlanreize, zu wenig zu tun. Also was vorher eine kapitalistische Überversorgung war durch die Privatisierung, wird dann zu einer Bequemlichkeitsunterversorgung, wie in England oder wie eben in der DDR und so weiter. Und es geht eben auch ganz ohne Fehlanreize. Also es geht auch ganz ohne Fehlanreize. Und das ist eben Gemeinwohlwirtschaft. Ja? Und zwar in der Ausprägung GBO. Da haben wir die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme. Das erfüllt erstens mal die Demokratisierungswünsche, Frau Grimmenstein, die Sie am Anfang geäußert haben. Nämlich durch die Wohlfühlstimme. Wir stellen uns das ja so vor. Wir haben 16 Ministerpräsidenten in Deutschland und 16 Landesregierungen. Jede Landesregierung kriegt quasi Vollmacht, ihre Bundesland als Staat vollständig zu regieren. Und dann machen wir eine Stiftung Warentest-Rangliste, die überall transparent ist. Welcher Ministerpräsident und welche Regierung verbessert relativ zum Ausgangszustand Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit und Wohlstand der Bewohner? Und welcher beschädigt das eher? Und das ist dann transparent zu sehen, sodass dann die Politiker sich völlig von den Konzernen und Lobbyisten abwenden müssen, wenn sie irgendwie noch weiter existieren wollen als Politiker. Sonst können sie nämlich auch innerhalb eines Jahres dann schon abgewählt werden. Das sind so Sonderregeln, das erkläre ich jetzt nicht alles. Aber es bedeutet, dass wir ganz viel Demokratie machen und mit der Wohlfühlstimme, indem ich sage, wie es mir geht, habe ich nicht das Problem, dass ich mich monatelang in irgendwelche Themen von Volksentscheiden einarbeiten muss, was jeder nur sehr begrenzt kann von der Kompetenz her, sondern ich sage einfach, wie es mir geht. Und danach wird das ausgewertet und danach werden Politiker beurteilt und nachher erzähle ich dann ganz viel noch darüber, wie wir im Gesundheitswesen mit der Wohlfühlstimme und der Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve Leistung belohnen können und trotzdem nicht die Schattenseiten der Privatisierung haben. Ja? Also ich gebe weiter an den Moderator. Ja, ich greife mal als einen Gedankenkontrast, der jetzt so in den Raum gestellt wurde, auf, dass das jetzige Gesellschaftssystem zerfallen ist oder in wesentlichen Strukturen nicht mehr richtig funktioniert, wo die Frau Grimmenstein sagt, das Rechtssystem ist zerfallen und die Privatwirtschaft richtet dann mit ihren egoistischen und zerstörerischen Motiven viel Schaden an. Und deshalb bräuchte es eigentlich von Grund auf einen neuen Gesellschaftsvertrag, der überhaupt Rahmenbedingungen schaffen würde, in denen man mit der Situation zurechtkommen kann, eine verantwortliche Entwicklung hinbekommen kann. Wo der Herr Dillen sagt, die Vorstellung von der Frau Grimmenstein, dass es reichen würde, dann so etwas wie das Gesundheitssystem in regionale öffentliche Verwaltung zu geben, also in die öffentliche Hand, aber eben regional, nicht so zentral, das würde wohl nicht reichen, weil die öffentliche Hand erst einmal ja auch durch, ja, ich sag mal, Misswirtschaft und nicht ausreichende Konzentration aufs Wohl der Menschen fehlgeleitet sein kann, sodass man es mehr in das eigene Einschätzen und Beurteilen der Menschen reingeben muss, was mit der Wohlfühlstimme so geschehen könnte.
dass da wirklich dann eben auch jetzt nicht irgendwelche Beamten im Rathaus sozusagen irgendwas verplanen, was an den Menschen vorbeigeht, sondern dass ganz basisdemokratisch die Menschen eine Stimme abgeben, mit der sie ständig ihr Wohlgefühl messen. Und daran würde sich alles orientieren, sodass das dann dem Ganzen die Bodenhaftung auch geben würde in den Einschätzungen und Motivationen der Menschen. Dieser Kontrast, inwiefern kann es funktionieren, also dass wir eine neue Grundordnung brauchen, sind sich wahrscheinlich alle einig. Inwiefern kann es funktionieren durch eine Art von öffentlicher Verwaltung oder inwiefern braucht es neue Modelle wie diese basisdemokratische Wohlfühlstimme? Das könnte jetzt sozusagen etwas sein, was das weitere Gespräch auch prägen könnte. Ich frage mal kurz, die kurze Pause zwischendurch tut uns bestimmt gut, ob die Mitanwesenden mittlerweile sich einmischen möchten ins Gespräch oder ob sie weiter andächtig lauschen wollen. Was sagen? Ja, wir wollten mal was sagen. Okay, na dann, gerne, gerne. Ja, also mein Name ist Rita Beck. Marianne Grimmstein und Don Dylan. Wir haben uns schon ein paar Mal gesehen und gesprochen, alles immer digital. Ich freue mich auch heute da mal wieder jetzt bei sein zu können. Für mich ist es so, ich komme ja auch aus verschiedenen Berufen und eigentlich überall hat mich immer schlimm gestört, dass so viele Lügen immanent mit drin dabei stecken. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir einfach an der Wahrheit arbeiten. Also ich komme zum Beispiel aus dem Medizinbereich zum einen. Und da ist es ja bekannt, das haben wir ja die ganze Zeit jetzt auch schon hauptsächlich eigentlich gehabt, finde ich, mit dem Gesundheitsunwesen. Und es ist einfach so, dass da ganz viel Wahrheit, einfach die auch in der Biologie da ist, ja, wo man weiß, wie Anatomie funktioniert, wo, wie Biochemie funktioniert und so diese Sachen, wie unsere Ernährung funktioniert. Das wissen wir alles. Und wir wissen genauso, dass es unterdrückt wird von diesen Strukturen, die oben sind. Es ist jetzt so schwer, finde ich, sich zu so vorzustellen, dass diese unterdrückenden Strukturen wegfallen. Aber also ich versuche mir das vorzustellen, wie das dann sein kann, weil wenn dann die Wahrheit rauskommt, oder wie gesagt, ich komme aus dem Medizinbereich, ich bin aber genauso gut auch Lehrerin. Ich bin Lehrerin für Grund- und Hauptschule vor allem, mit Werkrealschule. Das heißt, ich habe mit ganz verschiedenen Gesellschaftsschichten auch immer zu tun gehabt. Und ich merke da einfach, es fängt bei den Kindern an und es fängt sogar schon im Kindergarten an. Und es ist so wichtig, also mein Wunsch ist wirklich der, dass wir anfangen, schon den Kindern die Wahrheit zu erzählen, wirklich auch in Geschichtenform. Ich wünsche mir einfach gute Kinderbuchautoren, dass wir einfach das Gute schon in die Familien reinbringen, weil wenn wir die Kinderbücher haben, dann haben wir automatisch die ganzen Familien. Dann haben wir Papa, Mama, Opa, Oma, Tante, Onkel, alle, ja, die halt den kleinen Kindern das auch vorlesen und das Wissen dann verbreiten können. Das ist mein Wunsch. Auch da praktisch das wirklich an die Menschen hinzukriegen. Das wäre so mein Wunsch, dass wir die Wahrheiten erzählen, die ja da sind, die nur immer wieder geblockt werden, unterdrückt werden, massiv unterdrückt werden. Und gerade was uns gesund macht, das ist praktisch unter Verschluss. Ich habe da sehr tiefe Einblicke in diese bestimmte Systeme auch, eben gerade in der Medizin, auch das Gutachterunwesen, was wir da haben. Also es ist unvorstellbar und die Leute denken immer, ja, das sind Einzelfälle und es ist klar und so, und dann ist es abgehakt. Aber ich fand es auch sehr gut, was Jürgen Wagner gesagt hat am Anfang, eben diese Schenkelkultur, ja, dass man einfach mehr an den anderen denkt, ja, dass das, und da müssen wir eben schon bei den Kleinen anfangen. Das ist so mein Wunsch, dass man das einfach, diese Gedanken schon bei den Kleinen und dadurch auch in die Familien reinbringen können. Also mein großer Wunsch, ich wünsche mir ganz viele gute Kinderbuchautoren mit natürlich fachlichem Hintergrund. So mal als Idee einfach. Bitte schön.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Beck. Da bin ich natürlich voll begeistert als Gründer vor 30 Jahren der Schenker-Bewegung oder Bewegung für ganzheitliche Nachhaltigkeit. Und auch das, was Sie sagen, mit dem die Wahrheit sagen, ist natürlich elementar. Wichtig ist auf jeden Fall auch, die Kinder da schon für zu öffnen. Aber natürlich ist es aus meiner Sicht eine Riesenkatastrophe, dass wir diese Kultur des die Wahrheit sagens, also sich gegenseitig auch in Frage stellen können und Irrtümer aufdecken. Dass das so schrecklich tabuisiert ist in unserer Gesellschaft und alle in ihren ideologischen oder Lieblingsfilmen sich so bewegen und da auch nicht raustreten wollen. Also ich sage ja immer, dass das dramatischste Versagen der Demokratie in unserer Gesellschaft liegt darin, dass wir eigentlich nicht eine einzige echte demokratische Plattform haben, wo alle Argumente frei Zugang hätten, ohne schon vorher ausgefiltert zu werden. Und wo es dann bei der Beurteilung der Argumente nach Argumentequalität statt Korruptionseinflüssen gehen sollte. Wir haben nicht eine solche Plattform. Also Sie versuchen, der Herr Dillon auch mit solchen Talks oder mit diesem Freie Argumente Kulturforum, das sind sozusagen Versuche, einmal den Horizont aufzureißen, dass nicht nur die filmigen Sondermeinungen von Einzelgruppen gesehen werden können, sondern der Gesamtüberblick über alle Argumente, alle Experten und dann geguckt werden könnte, was kommt dabei heraus, wenn man diesen offenen Blick mal zulässt. So. Ja, herzlichen Dank also für diese Zwischenbemerkung auch. Und wenn dann niemand mehr jetzt noch etwas dazu vielleicht auch direkt anmerken will, würde ich sagen, können wir in die nächste Runde gehen. Die Frau Grimmenstein will was sagen. Ja, wir machen jetzt kurz die Pause, gell? Ich schalte schon mal die Maschine stopp, ja? Ja, da können wir nach der Pause gut weitermachen. Schönes Motto fürs Weitermachen. Lasst uns alle so die Wahrheit sagen, dass es auch die Kinderseelen öffnen kann. Lasst uns eine Kultur des einander Beschenkens fürs Gemeinwohl als hohes Ziel vielleicht im Herzen und im Kopfe tragen und uns den Fragen zuwenden, mit denen wir da jetzt gerade beschäftigt waren. Also wie können wir da nicht nur eine passende Einstellung der Menschen, sondern auch passende Strukturen nun uns im Detail für vorstellen. Gebe ich weiter an den Herrn Corblet. So, da das Thema jetzt beim Schenken war, wollte ich das ein bisschen aufgreifen. Gerade weil es mir eigentlich der richtige Weg scheint, wenn es um die Finanzierung des Gesundheitswesens geht und des Erziehungswesens, alles was Schulen anbelangt. Und die Frage ist, wie man eben sich das leisten kann, dafür zu schenken. Aber das würde berücksichtigen, dass man sie nicht eigentlich als Ware ansehen kann. Und dass eben die Frage nur ist, wie trägt man die Personen, die das eigentlich für die anderen machen? Weil man eben zum Beispiel beim Arzt kann man nicht wissen, ob er einen wieder gesund macht, aber der muss sich als Arzt betätigen können und man kann nicht jetzt davon auch wie es ist, abhängig machen, ob man ihn trägt. Also, dass man sagt, ich bezahle dich nur, wenn ich wieder gesund werde oder solche Sachen. Sondern für mich wäre es eher interessant, wenn sich die Leute zusammendrehen würden, die einen Arzt tragen. Dann kann er eigentlich jedem helfen und hoffen, dass vielleicht dafür sorgen, dass keiner krank wird, aber der wird durch eine Gemeinschaft getragen, sodass er immer zur Verfügung steht, wenn ein Problem ist. Das wäre so mein Verständnis, wie man das da von der Leistung koppeln soll, aber insofern wieder damit verbindet, dass es also dass er Menschen überzeugen muss. Dass es eben dass er nicht getragen wird durch Steuern, sondern durch die Unterstützung von Menschen, die vertrauen, dass er helfen kann. Das wäre so für mich was man da von Schenkung sprechen kann an der Stelle, wie man von Schenkung sprechen kann. Im Unterschied zu anderen Fragen, wo man viel besser wirklich einen Preis bestimmen könnte, wie bei Auto oder Gurken oder Radieschen, da würde ich sagen, da muss man vielleicht nicht unbedingt sagen, da braucht man das Schenken. Aber bei dem, was wirklich mit Geistesleben zu tun hat, schon ja. Ja, danke schön.
Das berührt die beiden Aspekte. Wie kann der Arzt sich so frei fühlen ohne Existenznöte, dass er getragen ist durch eine Vertrauensgemeinschaft und sich um alle frei, mit freiem Rücken quasi kümmern kann, während andererseits diese Menschen ihr Vertrauen ja darin haben, auch dass sie die Erfahrung mit dem Arzt machen, er kann ihnen wohltun. Okay, dann gebe ich mal an die Frau Grimmenstein. Ja, also ich habe dazu keine großen Ideen, aber vielleicht, dass es wirklich ein Arztberuf im örtlichen Bereich vielleicht unter Genossenschaft steht. Das könnte meine Vorstellung sein. Vielleicht, dass es so eine Art Gesundheitshaus zum Beispiel definitiv im Bürgerhand ist. Und der Arzt sollte schon ein Grundgehalt von diesem Genossenschaft erhalten. Und gleichzeitig, wie der Herr Dilan meint, sollte schon belohnt werden, wie weit er praktisch an der Gesundheit dieser Region beiträgt. Das könnte für den auch vielleicht ein Anreiz sein. Also jedenfalls, die Anreize sollte schon in der heutigen Zeit haben. Vielleicht später könnte anders laufen, aber jetzt, meiner Meinung nach, ist auch notwendig. Und ich plädiere, dass es praktisch auch solche Gesundheitshäuser in Bürgerhand kommen. Dass sie definitiv den Bürger dienen. Und nicht irgendjemand wieder privatisieren kann unter privater Interesse, sondern sollte definitiv der Region dienen. Ja, danke schön, Frau Grimmenstein. Da sind jetzt so die zwei Aspekte. Beim Herrn Poiplet hörte es sich mehr so an, der Arzt kriegt so seine Versorgung auch von den vertrauenden Menschen geschenkt. Bei der Frau Grimmenstein mehr die Vorstellung einer Genossenschaft, die ein Grundgehalt gibt, ansonsten aber auch nach Leistung quasi den Arzt entlohnt. Ja, hören wir mal, was der Herr Dillen dazu noch sagt. Ja, da sind noch Mikrofone an. Ja, irgendwo ist noch Mikrofon an. Rückkopplung. Ja. So, dann kann ich ja loslegen. Also, erstmal eine ganz schreckliche Nachricht. Im Spiegel war vor 20, 30 Jahren ein bahnbrechender Bericht. Da hat ein Zahnarzt eine Forschung gemacht und hat festgestellt, dass immer der Arzt, dem die Patienten das größte Vertrauen gegenüberbringen, tatsächlich der schädlichste und gefährlichste für sie ist, weil er deswegen so freundlich mit den Patienten umgeht, weil er so viel verdient auf Kosten der Patienten, zum Beispiel als Zahnarzt, so viele Schäden setzt, die er dann hinterher, natürlich sagt er den Patienten nicht, ihr habt jetzt Zahnprobleme, weil ich euch geschädigt habe, sondern er glaubt dann sicherlich seine eigenen vorteilbringenden Irrtümer. Und sagt dann, nein, sie sind halt neu krank geworden. Und dann rechnet er diese Reparaturen seiner früheren Schäden bei der Krankenkasse ab und kriegt sehr viel Geld, ist dadurch sehr entspannt und sehr freundlich und hat den besten Ruf bei den Patienten, so dass man dann also festgestellt hat, die Patienten gehen immer und vertrauen immer dem Arzt, der ihnen den größten Schaden zufügt. Und deswegen gehen wir als Naturwissenschaftler weg davon und sagen, wir müssen irgendwie, das muss nicht die Wohlfühlstimme sein, das kann auch ein Schadensersatzmodell sein. Entscheidend ist, ich mache es jetzt mal allgemein in Gemeinwohlwirtschaft. Allgemein muss geguckt werden, wie sich die Kunden des Arztes, des Supermarktleiters, aber auch des Lehrers, die Kinder und so weiter. Aber letztendlich erstmal bleiben wir beim Arzt und beim Supermarktleiter und so weiter, wie sich die Menschen vom Wohlfühlen von der Gesundheit und der Langlebigkeit entwickeln, ob sie sich positiv entwickeln, dann gibt es weniger Verdienstzuschüsse, egal ob es ein kleines Grundgehalt gibt, das ist alles beliebig, das kann man alles diskutieren. Aber auf jeden Fall die entscheidenden Verdienstzuschüsse werden danach berechnet, dass er verglichen mit den anderen Ärzten der Region sozusagen mehr Gesundheit schafft. Und unsere Vorstellung ist ja, dass dann die Ärzte und Heilpraktiker und wer auch immer dann, wir sind ja für die Öffnung für alle. Alle dürfen am Gesundheitssystem und auch auf der Krankenkassenseite mitmachen.
aber sie unterliegen der Leistungsmessung. Und dann gibt es dann so Ranglisten, wo ich sehen kann, in meinem Viertel gibt es die und die Hausärzte und die haben die und die Ranglistenposition. Der eine hat mehr Talent in der Gesundheitsförderung, der andere weniger. Und ich stelle mir das so vor, dass dann die Praxen von sich aus ein faszinierendes Freizeit- und Wochenendkursangebot machen mit Ernährungsberatung, Gesundheitssport, Tanzveranstaltungen, sozialen, also alles, was mit Gesundheit, was irgendwie Gesundheit fördern kann, sei es Yoga oder was auch immer, alles quasi kriege ich kostenlos bei meinem Hausarzt, weil wir bezahlen ja genügend Krankenversicherungsbeitrag, ne? Und der Arzt kriegt seine Verdienstzuschüsse danach, wenn die Leute möglichst nie krank werden, nie Krebs oder Herzinfarkt bekommen. Da kommt jetzt dann die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve ins Spiel. Man kann mit ein paar wenigen Informationen, kann man rauskriegen, kann man sagen, aha, das ist eine typische Krebsfamilie und bei diesem Menschen ist jetzt eigentlich sind größere kostenintensive Krebsoperationen zu erwarten aufgrund seiner familiären Hintergrund und Geschichte, Anamnese. Kann man das sozusagen auch erfassen und dann kann man sagen, ja, hoppla, der Arzt, der aus einem potenziell schwerkranken und zukünftigen Krebspatienten einen kerngesunden macht, der gar nicht erst mit dem Krebs in Kontakt kommt, der kriegt natürlich dann einen erhöhten Verdienstzuschuss, weil nämlich die Aufwand, die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve natürlich viel höher liegt als bei einem anderen Patienten, der aus einer chronisch gesunden Familie stammt. Und ja, und so muss man sich das vorstellen, dass es eben darum geht, dass Gutes tun, Gesundheit fördern, belohnt wird und dass es aus unserer Sicht ohne Leistungsmessung nicht geht, denn auch das Schenken der Bonobos und das Schenken in der, letzter Satz dazu, das Schenken in der Anekdote vom alten China, wo der Arzt dann beschenkt worden ist, solange die Leute alle gesund waren, das ist alles leistungsbezogen. Das ist alles leistungsbezogenes Schenken in der Natur. In der Natur gibt es kein nicht leistungsbezogenes Schenken. Ja? Aber der Herr Wagner versucht ja, die Menschen da weiterzuentwickeln. Ja, danke schön, Herr Dillen. Ja, das muss ich mit ein paar Worten vielleicht erklären. Also, der Herr Dillen und ich, wir sagen immer, wir haben so Arbeitsteilung ein Stück weit. Ich versuche, eine Verantwortungsbildung der Menschen mir vorzustellen, dass sie so identifiziert sind mit dem Ganzen und dem Gemeinwohl und ihren Mitmenschen, dass sie ohne Zusatzleckerlis nur das tun wollen, was den anderen am meisten gut tut. Auch keine Tricks und Lügereien, um vielleicht den anderen krank zu halten und dann mehr an ihm verdienen zu können. Nein, also die reine, aufs Ganze schauende Vernunft, der aufs Ganze schauende Sinn, die Nächstenliebe, allgemeine Menschenliebe. Ja, da überlege ich, wie man das ins Bewusstsein der Menschen, als Verantwortungsbewusstsein in die Menschen reinbringen kann. Es ist nicht völlig absurd, das muss ich dazu sagen, weil es gibt in der Entwicklungspsychologie ein Konzept, was die Persönlichkeits- und Verantwortungsreife des Menschen beschreibt, was dem sehr nahe kommt. Also das ist, wenn jemand möchte, kann er nachschauen. Das ist das sogenannte Post-Conventional Level. Ich nenne es am liebsten das Spirit Identification Level, also wo der Mensch sich mit seiner Vernunftseele so identifiziert, dass das Vernünftige zu tun der höchste Flash oder das höchste Glück für ihn ist. Und die Vernunft will ja den Sinn im Ganzen und nicht irgendwelche Tellerrand-Egoismen. Ja, also das mal zur Erklärung, ne? Aber ich teile auch die Vorstellung vom Herrn Dillon, dass wenn diese Reife nicht da ist, diese Verantwortungsreife, dass dann die Gefahr, sich selbst zu belügen und die anderen zu belügen, um Vorteile rauszuschlagen, die ist enorm. Und da muss man extrem drauf aufpassen, sodass eine Verbindung der Konzepte einerseits Verantwortungsreife ausbilden und andererseits funktionierende Belohnungssysteme zu schaffen, die nicht fehlgeleitet werden können. Das ist eine ganz wertvolle Doppelschienigkeit, wie wir das gerne nennen. Ja, damit gebe ich in die nächste Runde. Bin gespannt, was dazu weiter noch unseren Beteiligten einfällt. Hat erstmal noch die Frage, nachdem die Frau Beck sich jetzt gemeldet hatte, will vielleicht die Frau Müller noch oder will die Frau Beck auch noch mal, bevor wir in die nächste Runde gehen, noch mal eine kurze Atempause. Ich würde auch gerne was sagen. Also erstmal, ich bin nicht Frau Müller, das ist der Account von meiner Tochter, die sich den Okay. extra angeschafft hat. Ich bin
Annette Dausin und habe zu dem wissenschaftlichen Herangehen, zu dieser wissenschaftlichen Herangehensweise die Frage, wie soll das gemessen werden? Weil da im Hintergrund meines Verstehens sind zwei Fragen. Erstens, ich finde, wir haben eine Krankheit in unserer Gesellschaft, die überall ein Preisschild dran klebt. Und ich finde, diese Herangehensweise erinnert mich ganz stark an, wir müssen alles bepreisen und messen und wiegen und abschätzen. Und wie kann das gehen ohne dieses Messen und Abschätzen? Zweitens, ich unterrichte an einer Berufsschule für Wirtschaft und Verwaltung und habe eine ganze Menge Einblick in, wie so die Ausbildungen laufen und was den jungen Menschen beigebracht wird. Und das Schwierigste, was da entsteht, ist die Vereinzelung. Das heißt, die Verantwortlichkeiten, die werden so runtergebrochen, dass jeder nur für einen ganz kleinen Bereich zuständig ist. Zum Beispiel die Banker, die im Kreditwesen Beratung machen. Wenn man da in so eine Sparkasse kommt, wo man denkt, na, das ist ja hier unsere Sparkasse, die örtliche, da kann ich mich schon drauf verlassen. Nein, es ist wirklich so, dass jeder Berater für einen bestimmten Kredittyp zuständig ist. Und wenn man an diesen gerät, bekommt man diesen Kredittyp empfohlen. Und so läuft es in vielen anderen Bereichen. Das heißt, diese Berater oder diese Auszubildenden, die haben gar keinen Überblick über, was da eigentlich noch alles existiert. Auch keine Wahlmöglichkeiten, sondern es ist alles ganz stark runtergebrochen, spezialisiert und vereinzelt. Und mein Bedürfnis wäre, das zu gucken, dass wir das wieder in Richtung der Handwerke und der Gilden bringen könnten, wo jeder tatsächlich stolz ist auf seine Arbeit, auf das, was er geleistet hat, was er beitragen konnte und immer versucht hat, das Beste zu geben und nicht das Minimum zu geben und das meiste dabei rauszuholen. Also weg von dem Homo hominis lupus est. Dringendst. Ja, ganz herzlichen Dank, ganz herzlichen Dank. Mir fällt da ein, dass diese Spielart des Homo hominis lupus noch die genauere Bezeichnung in der Wirtschaft ja trägt, der Homo economicus, der als rationales Wesen beschrieben wird, dessen einzige Logik aber ist, aus Geld mehr Geld zu machen. Also es ist der Krieg im wirtschaftlichen Bereich sozusagen, der den Menschen in den Bereichen Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre normalerweise beigebracht wird. Ja, bin ich gespannt darauf, auch wenn es so in die Richtung Menschenbild geht und was ist messbar, was jetzt in der nächsten Runde unsere Referenten dazu sagen. Ich denke, wir starten in die nächste Runde mit dem Herrn Korpley. Also vorhin war die Rede von Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben. Das wäre für mich nicht kein Widerspruch zu sagen, dass man dann messen kann. Also für mich muss man nicht sagen, ich gehe weg von der Brüderlichkeit und messe, sondern für mich könnte die Brüderlichkeit darin bestehen, dass man sich die Mittel gibt zu messen, indem man sich einen Überblick verschafft. Und zum Beispiel weiß, also herausbekommt, also das geht vor allem um die Frage, wie viele Leute etwas produzieren. Können sie noch davon leben oder nicht? Oder zum Beispiel, wenn meine Branche abgebaut, wie die Kohlebranche abgebaut worden ist, das könnte die Aufgabe des Wirtschaftslebens, das in den Griff zu bekommen, dass es selber die Leute dorthin bringt, wo sie dann noch gebraucht werden. Das wäre für mich etwas, was man wohl messen kann. Wie viele Menschen werden gebraucht? Wofür? Und davon würde ich eben unterscheiden, da wo man eben nicht messen kann, weil es erst in der Zukunft etwas werden kann. Wie zum Beispiel Kinder, die in die Schule gehen, ob sie später was können. Das kann man heute nicht wissen. Dass man da sagen kann, eigentlich kann man da nicht mehr messen. Dass man wirklich
Aber das dann unterscheidet zwischen, dass man nicht sagt, Brüderlichkeit heißt nicht messen können, sondern im Gegenteil messen, aber nicht unbedingt für den eigenen Vorteil, sondern damit es für alle ausgeht, auskommt, dass alle ihr Auskommen bekommen. Und andererseits das, wo man nicht richtig messen kann, weil es zu stark zukunftsbezogen ist, wo es sich erst später zeigt, ob es wirklich was geworden ist. Ja, danke, Herr Korple. Also der Unterschied zwischen dem egoistischen Messen und dem Gemeinwohlmessen und der Frage, was ist jetzt messbar und was ist noch offen, wo also die Folgen gar nicht so direkt schon greifbar sind. Ja, dann gebe ich mal weiter an die Frau Grimmenstein. So, habe ich mein Mikrofon nicht angekriegt. Was ganz wichtig ist, was in Angriff genommen werden muss, das ist die absolute Reformierung unserer Betriebswirtschaftslehre. Ne? Betriebswirtschaftslehre ist einer der weit verbreitetesten Fach, was praktisch die meisten Menschen mitbekommen, auch in den meisten Berufslehrprojekten. Sozusagen werden die Leute, auch diese Jugendlichen mit der Betriebswirtschaftslehre kommen sie in Berührung und auch in der Universität nehmen ganz viele Fächer. Und durch diese Betriebswirtschaftslehre bekommen leider die Jugendlichen oder generell die Jugend, die praktisch Zukunftsträger ist, ein absolut ganz hohe Gehirnwäsche. Gehirnwäsche, und diese Gehirnwäsche ist praktisch, dass sie, also nichts Besseres gibt auf dieser Welt wie dieser Profitmaximierungsprinzip. Und wenn wir das nicht im Griff bekommen, dann werden wir nie gemeinwohlorientiert leben können. Leben können, und diese Gehirnwäsche findet tatsächlich statt. Tatsächlich statt, also in den ersten paar Wochen, schon in der Einführungswoche in dieser Betriebswirtschaftslehre, was sie in der Fachhochschule, der Universitäten bekommen, die auch die Volkswirte, das ist eine reine Katastrophe. Und das bringt uns zugrunde. Und dadurch praktisch das ganze Menschenbild existiert nicht mehr. Also das Mensch dient nur so weit, das deswegen heißt auch Humankapital, ne? Wie weit ich dieses System diene, dieser Profitmaximierungsprinzip. Und das macht uns definitiv kaputt. Also die ganzen Lehrbücher müssten reformiert werden. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Das ist absolute Verbrechen gegen die Menschheit. Weil wir erzeugen diese egoistischen Typen. Und die können gar nicht anders funktionieren. Also die sind Marionetten von dieser Doktrin. Und das muss absolut reformiert werden, und ich sehe das auch keine andere Möglichkeit, dass wir wirklich versuchen, uns, wie ich sage, neue Gesellschaftsvertrag zu machen, wo wir generell uns andere Prioritäten setzen. Weil wir fühlen uns eigentlich mit dieser Wohlfühlgesellschaft, das existiert gar nicht mehr. Wir fühlen uns überhaupt nicht wohl. Auch gut genommen, die Leute, die in diesem System funktionieren, die fühlen sich auch nicht wohl. Also wir haben jetzt momentan so eine Gesellschaft erzeugt, wo kein Mensch mehr sich wohlfühlt. Und es ist nachgewiesen, dass praktisch doch die Kinder, also im kleinen Alter, haben ein ganz hohes soziales Verhalten. Absolut hohes soziales Verhalten. Das habe ich diesen Sommer auch an meine kleinen zweijährigen Enkelkindchen getestet, wie sie gerne in primitive Sachen, was ich gegeben konnte, behilflich sind. Und wir sind definitiv daran, diese von Geburt aus vorhandenes soziales, gutes soziales Verhalten zu zerstören. Das zerstören wir absolut. Also, also unsere Gesellschaft ist in so eine destruktive Phase eingetreten, dass es praktisch, dass die Menschheit ist in diesem Zustand überhaupt nicht mehr überlebensfähig ist. Und ich weiß es nicht, wie wir das im Griff bekommen. Ich versuche, die Leute zu wecken.
Alleine schon mal diese Freihandelsverträge, was die jetzt entstanden ist. Ich weiß es nicht, wie weit die Leute gelesen haben, was der BioNTech und Pfizer, also mit diesen verschiedenen Ländern abgeschlossen hat. Das ist eine reine Katastrophe. Ne? Verantwortung existiert nirgends mehr. Nur Gewinn, 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 Gewinn in einem Stück. Ja, dann bin ich jetzt dran, gell? Alle Mikros wieder aus. Ja, genau, jetzt. Ja, Frau Grimmenstein, ganz kurz nur, gehe ich gleich drauf ein. Wir haben es schon im Griff. Wir haben es zumindest konzeptionell gelöst, den Übergang von der BWL zur NVWL, zur naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre, die den zentralen Fehler der BWL korrigiert hat und der VWL. Aber ich fange erstmal mit der Frau Dausin an. Ja, auch wenn wir so ein Schadensersatzmodell nehmen, also der Arzt zum Beispiel kriegt einen bestimmten Etat und aus dem Etat heraus fördert er die Gesundheit seiner Patienten und wenn dann doch jemand krank wird, muss er aus seinem Etat heraus die Kosten fürs Krankenhaus zum Beispiel bezahlen oder zumindest anteilig davon was bezahlen und dadurch hat er ein Interesse, dass er wirklich Gesundheit fördert. Aber auch das läuft nicht ganz ohne Messung. Also das heißt, alle Modelle, die wir sehen, ist so ganz ohne Messung ist es schwierig, weil unser Forschungsergebnis war, dass seitdem wir die Arbeitsteilung Markt- und Tauschhandel und Ferntauschhandel erfunden haben, hätten wir sofort immer Messung gebraucht, weil das ist leider so, dass die Erfindung des Tauschhandels ohne Messung immer in den bösartigen Raubtierkapitalismus entgleisen muss, ja, zwangsläufig. Und jetzt die Gesundheitsaufwanderwartungskurve und so weiter ist da halt eine ganz faire Möglichkeit. Bei der Schadensersatzregelung muss man wieder darauf aufpassen, dass die Ärzte nicht die Schwerkranken versuchen rauszuekeln und so weiter. Also man muss dann lauter Zusatzbedingungen machen. Also am besten finde ich halt die Gesundheitsaufwanderwartungskurve, weil dann die Ärzte gerne die chronisch Kranken zu sich rufen und sagen, wer kommt zu mir, ich kann euch helfen. Und wenn die chronisch Kranken nur ein bisschen sich bessern, gibt's schon großzügige Verdienstzuschüsse, so dass also dann die Tendenz, schwerkranke Menschen rauszuekeln, gar nicht stattfindet, sondern ins Gegenteil verkehrt wird. Jeder Arzt will möglichst viel Schwerkranke haben, um dann zu zeigen, was er kann, ja, mit seinen Gesundheitsförderungsmaßnahmen. Ja, und dann die Banker, ja, das geht ja sogar so weit bei den Bankern, dass die im Moment, ja, auch wenn sie jemanden um seine Lebensaltersgeld sozusagen, seine Alterssicherung bringen, dann kriegen sie Provisionen, ja. Auch wenn die Menschen dann Selbstmord begehen, weil sie vor Verzweiflung betrogen wurden, quasi durch mangelhafte Aufklärung betrogen wurden um ihr Geld. Aber genau das ist die Wohlfühlstimme und so weiter, dass also die Banken eben mit dem Schlüssel nur noch belohnt werden, nur wenn es den Kunden besser geht und nicht, wenn sie sich umbringen vor Verzweiflung über die Abzocke des Bankers, dann gibt's Verdienstzuschüsse für die Bank. Also würde sich die ganze Motivation umdrehen zum Positiven, zum Gemeinwohlorientierten. Ne? Und dann nochmal zum Beispiel Handwerker, ja, das ist auch so. Alle Untersuchungen haben immer gezeigt, dass Handwerker im Moment im Kapitalismus einfach die Leute nur abzocken. Und zwar wirklich, das wurde schon tausendmal gezeigt, wie die Leute abzocken und was weiß ich, die Waschmaschine, da braucht es nur eine Versicherung auszutauschen, aber eine Sicherung auszutauschen, aber die wird mitgenommen und dann werden die Leute abgezockt. Zum Beispiel unser Modell sieht dann vor, dass wir zum Beispiel, ich kaufe dann zum Beispiel für mein Haus 20 Jahre dichtes Dach und wenn das Dach undicht wird, dann kann ich jeden und der Handwerker nicht sofort nachbessert, kann ich sofort jemanden anderen beauftragen und der Handwerker, das geht dann zu Kosten, auf Kosten dieses Handwerkers, so dass also quasi man so in Kombination mit großen Versicherungen kaufe ich 20 Jahre sicheres Dach, dichtes Dach und so weiter und so könnte man dann auch wieder positive Anreize für Handwerker schaffen. Aber dann jetzt noch ganz kurz und das kann ich jetzt nur einen Ausblick machen, weil meine Zeit schon wieder um ist.
werde in der nächsten Runde den Unterschied zwischen BWL und NVWL am Beispiel der Zuckervergiftung und der Zuckersucht, für die die BWL ja keine Sensorik hat, und die Glückszerstörung, die Wohlfühlenszerstörung in der Gesellschaft, das werde ich dann in der nächsten Runde sagen, denn leider hat die Zeit nicht gereicht. Ich gebe zurück an den Moderator. Ja, danke schön, danke schön. Ich greife mal ein paar Aspekte wieder auf. Die Frau Grimmenstein hat das nochmal betont mit dem zerstörerischen Geldvermehrungsmotiv in der Wirtschaftslehre. In der Tat, also das lange Zeit war das ganz ausnahmslose die Vorstellung, dass das der Homo economicus ist, dieser Rechner, der nur aus Geld mehr Geld machen will. Modernere Ansätze haben das ein bisschen kritisch zwar aufgebrochen, haben gesagt, guck mal, die Menschen sind gar nicht so rational, die rechnen gar nicht nur, die werden von ganz anderen Motiven auch getrieben, aber die meinten damit nicht höhere Verantwortungsmotive, sondern mehr die Unberechenbarkeit der Menschen, dass sie von irgendwelchen Willkürgefühlen oder Interessen auch geleitet sind und quasi noch nicht mal imstande sind, ihre Vorteilsrechnungen durchzuführen, weil sie eben keine Rechner, sondern emotionale Hin- und Herbündel sind, um es mal so zu sagen. Also da wäre es natürlich eine spannende Frage, inwiefern kann man ein Menschenbild da reinbringen, was weder der kalte Geldrechner noch der willkürlich zwischen Gefühlen baumeln, taumelnde Mensch ist, sondern ein Mensch, der von einer höheren Sinn- und Gefühls- oder Liebesdimension geleitet ist, beseelt ist und geleitet ist. Dann kann ich noch was vielleicht sagen zu diesem scheinbaren Gegensatz, der aufgetaucht ist zwischen dem, was die Frau Tamara Müller, die gar nicht Frau Tamara Müller ist, gesagt hat und dem Herrn Dillon. Denn wenn wir sagen, es ist so das kalte Messen und Abrechnen überall, dann meinen wir normalerweise die kalte materialistische Welt, in der wir uns bewegen. Also den Materialismus der heutigen Zeit, der alles so messen will, wie die Größe eines Stück Holzes oder das Gewicht eines Steines. Und wir denken, dass andere nicht so äußerlich messbare Dinge wie Glück, Liebe, Freude, Seelengefühl, dass das hinter diesem Materialismus halt verloren ginge. Insofern ist das aus meiner Sicht da kein Gegensatz, wenn der Herr Coiplet und der Herr Dillon gesagt haben, das Messen ist schon wichtig, eben auch für die Gemeinwohlqualität oder das Ausmaß des Gemeinwohlzwecks oder Vorteils. Die meinen aber dann eben nicht mit Messen jetzt nur das Messen des Holzstücks oder des Steins, sondern da sind gerade solche Dinge dann mit drin, wie Freude, Wohlgefühl, also die Wohlfühlstimme, das zu messen oder eben Sinn und Gemeinwohlqualität zu messen. Also eben nicht nur das materialistische Messen, was wir oft so als kalt und unmenschlich empfinden in der heutigen Welt. Ja, also da wären wir gar nicht so weit auseinander, glaube ich, alle, wenn wir schauen, was sind da unsere Sehnsüchte. Okay, damit gebe ich mal Raum für die Mitbeteiligten unserer Sendung, ob die wieder mal eine Frage oder Anmerkung einbringen wollen. Ja, also hier ist nochmal Rita Beck. Ich fand das jetzt ganz gut, Herr Wagner, mit der Bemerkung zur Messbarkeit, also auch auf die Gedanken von Annette Tausin eingegangen, weil ich genau die ähnlichen Gedanken auch dazu habe. Das ist eben dieses kalte Materielle, was wir damit verbinden, aber eben, ich habe es auch immer wieder erlebt, dass auch eben behinderte Kinder oder eben gerade mit Down-Syndrom, die durchaus ja auch mal in die normale Schule mit dabei sind, dass da auch einfach eine Qualität davon ausgeht, was man vielleicht sogar auch irgendwie messen könnte, ja. Aber das ist dann eine viel wärmere Qualität eben, ja. Das ist diese Liebe, die durch diese Kinder auch in ihre Umwelt reingetragen wird, auch in der Klasse, ja. Und die Kinder, die Mitschüler reagieren dann auch auf diese Kinder natürlich. Also es ist einfach, dass wir da vielleicht ein bisschen neu umgehen lernen,
dass wir mit Zahlen was ausdrücken können, und zwar relativ objektiv, und dass es trotzdem nicht kalt ist. Und dann wollte ich auch noch was sagen zu dem, was Herr Dülen vorhin gesagt hat, eben mit diesem, ja, was eben um die Gesundheit geht, dass gerade die Zahnärzte, das war ein sehr, sehr wichtiges Beispiel, finde ich, von diesem Zahnarzt, der also die Patienten so schlimm behandelt hat und sie ihn aber so toll gefunden haben. Und das ist eigentlich sehr häufig bei den Zahnärzten, weil man muss einfach mal wissen, die Zahnärzte verdienen praktisch nur am Verkauf von falschen Zähnen. Ja? Wenn sie jetzt nur auf Zahnerhalt gucken würden, da würden alle Zahnarztpraxen eingehen. Also das Modell muss praktisch beseitigt werden. Das muss eliminiert werden in der Art, wie es das jetzt funktioniert. Wir haben in diesem Land ungefähr 66.000 Zahnärzte. Ja? In jedem Jahr werden ungefähr 15 Millionen Zähne gezogen. Und da kann sich jeder dann ausrechnen, was er als Zahnarzt wohl einnehmen kann. Ja? Und dann werden Zähne downgecycelt. Und jedem Naturzahn, also nee, umgekehrt, jedem Implantat steht nur ein Naturzahn im Weg. Das ist zu schaffen. Ja? Und man kann das eben gut downcyclen mit erstmal eine Plombe und dann eine Krone und dann eine Wurzelbehandlung und so weiter und immer noch ein Stück runter. Ne? Und dann gibt es eben das goldene Ende am Ende, eben das dritte Gebiss. Das ist das. Also das wird aufhören. Und das sind diese ganzen Lügen, was ich vorhin schon gesagt habe. Und das, unser ganzes Gesundheitswesen wird viel anders da funktionieren, weil die Menschen gesünder sein werden, wenn die Nahrung gesund ist, wenn die Umwelt gesund ist, wenn dieser Mobilfunk aufhört, der uns schädigt, wenn diese ganzen schädigenden Faktoren wegfallen und die Zahnärzte sind Zulieferindustrie für die ganzen anderen medizinischen Disziplinen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Dimension, die ist momentan noch absolut unter Verschluss. Ja, aber es ist so, ja, weil die Zähne, also es heißt ja immer, wir kümmern uns nur um die Zähne und das ist eine der schlimmsten Lügen. Die muss aufhören und das muss bekannt gemacht werden. Das ist das eine. Dann, wie kriegen wir dieses neue Denken eben an die Menschen hin? Vorhin habe ich schon gesagt, Kinderbücher ist meine große Idee, mein großer Wunsch. Und das andere ist diese Werbung. Ich habe selber ein schlimmes Erlebnis in der Schule mal gehabt, wo ich Halloween durchgenommen habe in der 5. oder 6. Klasse. Und da ging es um diesen Stingy Jack, der war so geizig, dass ihn sogar der Teufel nicht in die Hölle eingelassen hat. Und deshalb gibt es eben diese Halloween-Laternen und früher waren es halt diese Zuckerrüben, also als Laternen, und da läuft er dann im Universum rum und kommt nicht mal mehr im kalten Universum, kommt nicht mal mehr in die Hölle rein, weil er so geizig ist. Dann erzähle ich das, ich traue mich das auf Deutsch zu erzählen, im Englischunterricht war eigentlich verboten, ja. So komisch ist es hier manchmal in unserem Land. Und dann meldet sich ein Schüler und sagt, aber Frau Beck, Geiz ist doch geil. Und der hat es ernst gemeint. Und da habe ich gemerkt, wie tief das ist Gedankengift. Und das sitzt in unseren Kindern und Jugendlichen und jungen Leuten drin. Die hören das jetzt seit wann ist, seit Anfang dieses Jahrtausends ist dieser Werbeslogan. Und als ich ihn zuerst hörte, habe ich gedacht, aber das muss doch jetzt sofort verboten werden. Und es läuft der Slogan am längsten von allen. Und dann denke ich mir so, wie diese schlimmen Sachen funktionieren. Genauso kann es mit guten Sachen funktionieren. Immer wieder kleine Tröpfchen, immer wieder die guten Gedanken. Mit den Gedanken fängt es an. Was wir denken können, das kann mal auch Wahrheit werden. Das kann Wirklichkeit werden. Wir brauchen Visionen und wir brauchen die guten Gedanken. Ja, das war mal so das Wesentliche. Genau. Ja, ganz herzlichen Dank, ganz herzlichen Dank. Sind gleich mehrere neue Themen ja auch, die weiter besprochen werden könnten. Inwiefern sind es die vielen kleinen Tropfen oder die kleinen Schritte? Ne? Wir kennen alle den Spruch, wenn tausend Menschen, also unzählige kleine Menschen an vielen kleinen Orten mit kleinen Schritten so was machen, dann kann es das Gesicht der Welt verändern. Da gibt es natürlich auch die andere Haltung, die ich als alter Systemrevolutionär auch habe. Solange wir kleine Schritte verändern und die großen bleiben verkehrt, solange kriegt das kein Gleichgewicht.
Und wir müssen auch die systemischen Strukturen wandeln, statt nur kleine Symptomhandlungen. Also ganz spannende Themen, die damit dranhängen. Ich möchte zum Thema mit dem Messen vielleicht noch dazu sagen, wenn man das nicht nur so kleinkariert betrachtet, das Messen, so aufs materielle Messen von Gewicht oder Größe, sondern eben auch Wohlgefühl oder Werte misst, dann kommen wir nicht umhin. Man kann fast alles dann messen und wir werden es auch im Leben machen. Also auch diese Verantwortungsreife, die ich beschrieb, das mit dem Post-Conventional Level, was der Forscher Lawrence Kohlberg Mitte des letzten Jahrhunderts entwickelt hat, diese Reifestufen sind Stufen, wo man messen kann, ob ein Mensch erstmal nur um sich und seine kleinen Bedürfnisse kreist und immer mehr davon haben will, oder ob er blind irgendwelchen Spielregeln folgt, was die zweite Stufe wäre, oder ob er alle blinden Gefolgschaften aufkündigt und bei allem sich fragt, kann ich das mit bestimmten Verantwortungsargumenten in Einklang bringen, wie der Verantwortung für die Folgen meines Tuns. Also auch das sind sogar Stufen, die gemessen werden kann. Und ja, da werden wir, glaube ich, nicht groß in Gegensatz zu uns stellen wollen, weil mal als Bild gesagt, wenn es darum geht, dass da Leute über das Wohl anderer Menschen entscheiden, Politiker, man kann ja im Bild sagen, das ist wie als wäre da ein Busfahrer für einen Bus, in dem Hunderte von Kindern mit drin sind. Da werden wir Qualitäten messen, da werden wir Kompetenzen messen. Wir werden nicht sagen, es ist egal, ob das jetzt ein Alkoholiker ist, der, wenn man ihm einen Führerscheintest vorlegt, keine 2 Punkte kriegt, sondern wir werden sagen, es kommt drauf an, dass wir da Qualitäten und Kompetenzen messen, wie sie zum Wohle sind oder eben nicht zum Wohle sein können. Also die Hunderte von Kindern, da werden wir einen Fahrer wollen, bei dem die Fahrkompetenz gründlich genug bemessen werden konnte. Und der Suchtgrad. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Runde und wir starten wieder mit dem Herrn Korpli. Was ist aber die Frage? Mir ist nicht klar, worüber jetzt. Ganz egal, wenn Sie, was Sie zum Beispiel jetzt, wie Sie sich zum Beispiel aus Sicht der sozialen Dreigliederung eben die Zukunft erträumen. Das einfach nur nochmal deutlich machen, ja? Okay. Vielleicht eingehend auf die Dinge, die angerissen wurden. Man kann schon schlafen. Also für, vielleicht greife ich dann die Erziehung auf, weil sie eben in der Dreilung zum Geistlichen gerechnet wird, für das eigentlich zu dem, wo der Einzelne entscheiden soll. Und wo das auch bedeutet, dass man nicht warten muss, bis man eine Mehrheit hat, um etwas Neues zu probieren. Das wäre für mich ein Aspekt auch, das wäre jetzt nicht die Messung, sondern eher die Möglichkeit der Freiheit, der Zukunft, die da möglich ist. Und vielleicht so, dass eben die Zukunft nicht nur dass es eine Chance hat in den Kinderbüchern, sondern auch in der Schule. Das wäre so, was für mich sehr hilfreich wäre. Aber solange die Schule so bürokratisiert worden ist und immer so reformiert, so dass die Lehrer gar nicht entscheiden, was sie tun, dann würde ich sagen, zum Glück gibt es noch Kinderbücher. Ja, danke schön, Herr Korpli. Große Frage. Ich hoffe, mein Sohn hat aus dem Hintergrund vorhin nicht zu unangenehm dazwischen gequatscht. Er war hier bei mir dazwischen gekommen. Ansonsten bin ich da auch schwer mit beschäftigt, weil heute muss man sich ja große Sorgen machen um die Schulen, was da mit den Kindern gemacht wird. Nicht nur, wie sie verbildet werden, sondern dass sie jetzt vielleicht auch noch dann nicht nur Tests, sondern Impfpflichten und sonst was dann aufgedrückt kommen und die Eltern vielleicht Strafgelder und Beugungshaft und was weiß ich am Ende oder die Kinder sogar weggenommen bekommen können. Also es ist ein riesengroßes Thema, wo ich auch mit einem Freilernort im Moment stark beschäftigt bin. Okay, aber hören wir mal, was die Frau Grimmenstein in dieser Runde dazu sagen mag.
Ähnlich. Ja, also ich bin auch dafür, dass die Kinder sollten möglichst in kleine Gruppe die Möglichkeit bekommen, sich entfalten können, ihre Fähigkeiten und nicht unter diesem Drillsystem und sollen sie nicht nach den Interessen der Wirtschaft erzogen werden, auf gar keinen Fall, sondern die sollen praktisch ihr soziales Verhalten gefördert werden, was sie von vornherein mitbringen. Und selbstverständlich als ehemalige Musiklehrerin ist für mich ganz, ganz wichtig, dass mit den verschiedenen Kunsten, wie nicht nur Musik, Theater, Literatur, alles damit also praktisch in Berührung kommen und Theatergruppen sollen entstehen, Chöre, noch mehr Chöre, Kinderchöre, Kinderorchester. Also mein Traum ist definitiv, dass es also der Kultur noch näher der Kinder kommt und alles, was den Menschen als Mensch macht, ja. Und das sollte praktisch in den Mittelpunkt rücken und gleichzeitig auch das Verantwortungsgefühl der Menschen soll in jeder Hinsicht gefördert werden. Und die Entscheidungsfreiheit, das finde ich deswegen wichtig, weil die Menschen ihre Entscheidungen momentan immer an andere Instanzen delegieren. Und wir haben im Grunde genommen einen Haufen unselbstständiger, verantwortungsloser Wesen. Daraus besteht unsere Gesellschaft. Und so können wir auch nicht mehr funktionieren. Wenn wir immer also praktisch auf verantwortungslose Menschen geben wir unsere Entscheidungsfreiheit immer wieder ab. Dadurch wird unsere Gesellschaft nicht besser, nicht besser. Wir müssen uns praktisch das Leben in unsere eigene Hand nehmen, sonst werden wir das Leben nicht gewinnen. Also das wäre vielleicht mein Abschlusswort. Wir müssen das Leben in unsere eigene Hand nehmen. Ja, danke, Frau Grimmenstein. Das ist natürlich eine Ja. große Vision, die eigene Verantwortung in die eigene Hand nehmen, also in einer Welt von lauter Willkürkonsumisten, die sich selbst gar nicht mehr an Verantwortung binden wollen, ist es natürlich so, dass die, auch wenn sie ihre Steuerruder an andere abgeben, in der Regel nicht darauf achten, ob sie die Steuerruder abgeben dürfen an jemand, der sie gar nicht fragt oder der sie nicht mit Verantwortungsgründen überzeugen kann. Also Grundfragen werden da natürlich nicht im Bewusstsein wirklich verarbeitet und nicht eingehalten, auch für die Praxis. Ja, ich gebe weiter an den Herrn Dillen. Ja, und ich beginne damit, dass das Problem leider ist, dass offensichtlich, wir haben uns jetzt noch mal die Wählerinnen richtig angeschaut. Offensichtlich ist das Problem, dass die Wählerinnen die Arbeitsteilung hier, ich bin Bäcker und du bist Politiker, nicht aufgeben wollen, offensichtlich im Moment, weil sie eben auch falsche Vorstellungen haben und die Korruption unterschätzen in dem jetzigen System. Aber unsere Wohlfühlstimme und unsere Vorwahlen, Mini-Volksentscheide und ähnliche Dinge sind immer Wege, wo wir immer gesucht haben. Wie kann ein Mensch, ohne dass er zum Berufspolitiker werden muss, in irgendwelchen Bürgerversammlungen zum Beispiel, wie kann er mit wenigen Minuten trotzdem völlige Kontrolle über die Politik und die Wirtschaft bekommen. Und das ist zum Beispiel mit der Wohlfühlstimme, die vielleicht alle 3 Monate gerade mal 5 Minuten Zeit erfordert, der Übermittlung an den Bundeswahlleiter, wenn sich was ändert in meinem Leben. Und jetzt noch mal muss ich aber zurückgehen, auch noch mal kurz zu Rita, ganz kurz, Rita Beck. Das mit dem Gedankengift, das nennen wir ja vorteilbringende Irrtümer. Wir sprechen da ganz bewusst nicht vorsichtig nicht von Lügen, sondern von vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten, die also wie Gedankengift uns alle infizieren, wie parasitäre Mime, wie Killerviren des Geistes uns infizieren, wie Geiz ist geil und so weiter. Und damit solche Gehirninfektionen darstellen, sozusagen. Und wir haben übrigens mal, ich habe selbst ein Buch, in meinem Buch war dann von einer Pädagogin und Psychologin ein Kinderbuchversion unserer Bibel der Naturwissenschaften. Und das war dann in so kindgemäßer Kindersprache sozusagen geschrieben.
Also diese Idee hatten, haben wir genauso mit dem, mit den Kinderbüchern. Aber jetzt zum Entscheidenden. BWL. Und was ist der Unterschied zwischen BWL, VWL auf der einen Seite, den kapitalistischen Ideologien, wie ich sie mal nennen würde, und unserer naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre, neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, NVWL, dass die entscheidenden Denkfehler der BWL sind die, dass sie das nicht kennen, dass der Marktleiter, der Supermarktleiter Produkte anbietet, in denen überall mittlerweile Zucker drin ist, weil der Zucker hat erstens die Eigenschaft, spottbillig zu sein, er ermöglicht riesige Gewinnspannen und er macht süchtig. Und das heißt, die ganze Weltbevölkerung wird im Moment durch Zucker vergiftet und zerstört in der Gesundheit, ja? Letztendlich, weil die BWL es gar nicht für möglich hält, dass der Markt zur Totalzerstörung der Gesundheit der gesamten Weltbevölkerung. Sie müssen sich jetzt gerade mal so einen USA-Bürger vorstellen mit seinen 300 Kilo Gewicht, ja? Dann sehen Sie, was Zerstörung von Leben ist, ja? Und das kennt die BWL nicht. Und sie kennt noch etwas nicht Entscheidendes, was wir entdeckt haben, der Weltrat entdeckt hat als Erster in der Welt, nämlich die Glückszerstörung. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass wenn ich einen vorteilbringenden Irrtum ausbreite und die über Werbespots dann zusammen die Journalisten dann multiplizieren, da sie ja dann nach dem Motto, wes Brot ich ess, das Lied ich sing, dieselben Ideen ausbreiten sozusagen, da ist es dann so, wenn eine Idee aufkommt, die uns unsere Glücksmöglichkeiten raubt, zum Beispiel unser Liebesleben ist im Moment extrem tabuisiert durch den Kapitalismus und dadurch haben die Leute einen Liebesmangel. Aber das lohnt sich im Kapitalismus, weil dann die Leute esssüchtig, kaufsüchtig, konsumsüchtig, alkoholsüchtig, zigarettensüchtig, süßigkeitensüchtig, medikamentensüchtig und was auch immer süchtig werden und urlaubssüchtig und reisesüchtig und was auch immer. Und immer verdient jemand daran, dass er das Leben der Menschen zerstört hat. Und das haben wir mit der NVWL, haben wir da die richtige naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre begründet. Und ja, und leider ist schon wieder meine Zeit um, aber ich will irgendwann noch auch auf das Investitionskapital eingehen und auf die Bildung. Das nachher, in der nächsten Runde. So, ich gebe zurück. Ja, danke schön, danke schön. Da müssen wir vielleicht dann nochmal schauen, dass wir von den Zeitvolumen her auch uns im allgemeinen Wohlgefühl befinden. Ich habe die Frau Grimmenstein so ein bisschen so verstanden, als hätte sie schon eine Art Abschlussbeitrag Ja, eingeleitet. langsam. Und wir sind schon 2 Stunden. Also wir sollten gucken, dass wir das Wichtigste, was uns auf dem Herzen liegt, noch alles mit einbringen können, ohne dass die Ersten vom Stuhl fallen oder auch falls sie dann früher sich schon verabschieden müssten. Ja, der Kern, um den wir uns drehen, oft in diesem Gespräch, ist wirklich das, wie kann der Mensch nicht irgendwelchen vorteilbringenden Irrtümern erliegen, sowohl für sich selbst, was macht ihn eigentlich lebendig und glücklich, und für die Steuerung auch von Wirtschaftszusammenhängen. Wenn der Mensch im Irrtum ist oder sein eigenes Glück nicht sehen will, dann ist er natürlich besonders anfällig für Lügen, die ihm irgendeine Sucht verkaufen wollen. Mal ein belustigendes kleines Zitat aus einem Song, den ich mal gehört habe. Da hieß es: Wir rennen um unser Leben, wir rennen um unser Leben, immer drumrum, wir brauchen mehr Platz. Und ich glaube, das charakterisiert so ein bisschen dieses Rausgefallensein des Menschen aus seinem Bewusstsein, was ist überhaupt sein eigenes Wohl, sein Wohlgefühl, sein Glück und wie könnte er mit anderen Menschen im Zusammenleben, auch mit einem Gesellschaftssystem, darauf achten, dass es um dieses echte Glück wieder gehen würde, sodass er nicht all die Ersatzbedürfnisse ständig braucht, die ganzen Süchte. Okay, starten wir in die nächste Runde oder fragen wir erst Nee, nochmal. Frau, ich habe jetzt Frau Grimmenstein so verstanden, dass wir vielleicht jetzt uns dem Ende nähern. Also Schlussbemerkung, kurze Schlussbemerkung und meine kurze Schlussbemerkung. Ich kann damit leben, wenn wir das spannende Thema Kapital und Investitionskapital auf eine spätere Sendung verschieben, genauso wie unsere Bildungsreform, die auch nochmal, da müssten wir wieder ein ganz neues Fass aufmachen, wenn wir das jetzt auch noch machen. Das gerne
gerne in der nächsten Sendung vielleicht der Hinweis. Jeder kann sich ja an uns wenden und sagen, ich möchte noch mal eine Sendung machen über das Thema Investitionskapital, in wessen Händen und Bildung, wie kann eine Bildungsreform aussehen, die alle Aspekte versöhnt, die wir eben heute genannt haben. Aber ich kann auch akzeptieren, dass jeder noch mal so ein Schlussstatement sagt und wenn dann jemand noch mal ein Schlussstatement braucht, dann auch gerne noch mal, aber so, dass wir uns jetzt also quasi das Ende oder die Verabschiedung suchen für heute. Ja, Herr Wagner, vielleicht, wenn Sie so in der Richtung jetzt dann moderieren, weil die Frau Krimmenstein und ich bin auch ziemlich kaputt. Na, da trifft sich das ja, dass nicht alle vom Stuhl fallen am Ende. Super, ich wollte trotzdem noch mal fragen, ob unsere Mitteilnehmer, die so zwischendurch ihre Anmerkungen gegeben haben, ob denen noch was auch auf der Seele liegt, was sie mit einbringen wollen, bevor wir dann in die letzte Runde wohl gehen würden mit dem Herrn Coiplet und der üblichen Reihenfolge. Also, liebe Mitteilnehmer, habt ihr was auf dem Herzen noch? Mhm. Ja, also ich nochmal. Ich möchte mich bei der Marianne Grimmenstein ganz herzlich bedanken für das mit der Musik. Das verbindet uns ja auch, weil ich bin ja auch Musiklehrerin und mit Leib und Seele mein ganzes Leben lang mache ich Musik. Ja, ich singe gern und ich mache das auch mit anderen gern und mit den Schülern. Und das ist einfach sowas Elementares und macht einfach froh und erfasst den ganzen Menschen, den ganzen Körper. Und genau das fällt oft ganz schnell in den Schulen weg, wenn irgendwie Lehrer ausfallen, irgendwie Stunden und dann wird ganz schnell die Musik gestrichen und die bildende Kunst, das braucht man alles nicht. Und ich denke, das ist das, was unser Menschsein aber mit ausmacht, ja. Gerade wenn man zusammen musizieren dann, wenn man aufeinander hören muss, wie tönt der andere, was hat der gerade für einen Rhythmus und so weiter. Und dann möchte ich noch einen Satz bringen, den hat ein Herr Schiele mal gesagt, der ist, glaube ich, von den Grünen gewesen. Unter Schröder dann war der Innenminister und der hat mal einen ganz guten, wichtigen Satz gesagt, finde ich. Nämlich, wer Musikschulen schließt, gefährdet die innere Sicherheit. Also danke nochmal für diese Note auch in diesem Gespräch hier an Marianne, dass Musik ist einfach zentral für uns Menschen. Das sind einfach diese Töne, diese sind ja auch Frequenzen. Wir sind ja als Frequenzen, aber das sind ganz besondere. Danke. Ja, herzlichen Dank für diesen Beitrag. So. Ganz spannende Fragen. Was macht wie sehr unser Wesen aus, sodass wir nicht mehr bei Ersatzbedürfnissen oder Ablenkungen sind, sondern mitten reinkommen in unser Wesen? Was gehört dazu? Was weniger? Spannend. Ja, dann würde ich einfach mal versuchen, von mir aus meine Schlussbemerkung für heute zu machen. Viele wissen es vielleicht nicht. Ich habe ja drei Berufe, Wissenschaft, Musiker und Sport. Ich gebe jeden Tag Live-Konzert und so weiter. Bin in 16 Musikfächern unterwegs, so nebenbei und bin dann auch noch bis vor kurzem Sportprofi gewesen, Lehrer für modernste Tischtennistechnik und war Profi gewesen und so weiter. Ja, das gehört alles zum glücklichen Leben dazu. Aber trotzdem müssen wir den Kapitalismus beenden und aus meiner Sicht halt Gemeinwohlgesellschaft aufbauen und so weiter. Und ja, und in dieser Mitte der Gemeinwohlgesellschaft liegt für mich die Lösung. Und wir haben heute nur einige Bereiche berührt, aber Fortsetzung kann jederzeit folgen. Ich brauche nur einen Hinweis, dass jemand gern wieder eine Talkshow möchte. Das klappt ja technisch wunderbar. Das war jetzt mal mein erstes Schlusswort. Jetzt kann vielleicht der Nächste versuchen, seinen Schluss zu finden für heute und vielleicht können wir uns dann irgendwann alle verabschieden. Dann würde ich sagen, geben wir mal zumindest ein Stück weit in der üblichen Reihenfolge an den Herrn Coiplet weiter. Als Abschluss wollte ich eine kleine Anekdote geben, warum ich die Staatsschule in Frankreich überlebt habe. Ich hatte eine Musiklehrerin. Das war die einzige, wo man Unterricht hatte, was nicht auf dem Plan stand, in der Pause, Mittagspause. Da von 400 Schülern waren 120 in dem Chor.
in einem Raum für 30 Schüler. Das heißt, man muss aufpassen, dass man mit der richtigen Reihenfolge für die Stimme reinkommt, sonst war man bei der falschen Stimme. Und die Rektorin meinte, dass es ablenkt von den Pflichtfächern und hat dafür gesorgt, dass Pflichtunterricht kommt in die Pause, damit die Kinder nicht hin können. Das war das erste Mal, wo ich Pflichtunterricht schwänzen musste, damit ich zum richtigen freiwilligen Unterricht kann. Und bei diesem Chor hatte ich mir ein Buch gebaut für die Noten und darauf hatte ich eine Arche Noah gemalt. In dem Sinne, sonst würde ich einfach versinken ohne diese Freiheit von dieser Frau. Ja, ganz herzlichen Dank. Wie können wir uns die Arche bauen? Ganz spannend. Was gehört dazu, dass wir das Überleben schaffen? Ich gebe weiter an die Frau Grimmstein. Ja, also ich würde mir wünschen, dass es Politiker dürfen nur sein, die wirklich Kammermusik oder Orchester oder singen können. Irgendwie, weil da lernt man definitiv das soziale Verhalten. Das ist nachgewiesen, dass diese Kinder, die zum Beispiel in dieser Klassen musizieren, Kinder ganz anders behandeln sie sich, also einander wie in andere Klassen, ne? Weil in einem Orchester, in einem Chor muss man lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Ich muss zuhören lernen. Und das wäre eine total wichtige Sache, dass es praktisch die Kinder ab dritten Lebensjahr, zweiten Lebensjahr, sagen wir mal, wenn Eltern vielleicht nicht singen können oder so, meine Tochter singt mit unserer kleinen Enkelkindchen, wenn es irgendwo nicht stattfindet, das daran zu helfen, dass die Kinder mindestens zum Singen kommen, dass sie die natürlichste Sache und später ein Instrument bekommen, das wäre mir total wichtig. Und ich hoffe, dass ich auch da mal später mitwirken kann. Das wäre mein ganz großer Wunsch, weil ich habe immer sehr, sehr viele Schüler gehabt, wöchentlich ungefähr 100 Schüler und das war also sehr, sehr viel. Ich war auf einer städtischen Musikschule und das ist also nicht üblich, dass man so viele Schüler in einer Woche hat. Aber das war immer ein schönes Erlebnis und ich habe viele Kinder, weiß ich, sehr viel beigebracht. Also ich habe richtig Musiktherapie gehabt. Zum Beispiel Kinder mit Asthma habe ich in Ordnung gebracht, weil ich Blasinstrument unterrichtet habe. Also ich habe viel Positives bewirkt an meinen Schülern. Das kriege ich auch als Feedback ständig. Und das ist etwas, was wirklich uns Menschen macht. Und Politiker ohne Musik sollte nicht geben. Ja, danke schön, Frau Grimmenstein. Ich kann meinerseits mich sehr kurz halten. Ich glaube, wir brauchen die ganzheitliche Erfüllung für den Menschen. Da gehört die Musik zu, da gehört die Abschaffung des Kapitalismus zu, was der Dehling gesagt hat. Und ich glaube, der Kern, der tiefste Kern oder innigste Kern ist aus meiner Sicht eben für die denkenden Tiere das freie und richtige Denken, was die höchste Wesenserfüllung sein könnte. Ich sage immer, richtiges Denken müsste der höchste Orgasmus für die denkenden Tiere sein. Okay, aber damit jetzt noch, also wer möchte noch etwas als Schlusswort sagen, bevor wir uns verabschieden? Ich habe noch was ganz Kurzes nur. Auf unserer Homepage nextsvf.de ist ja ein Link zu dieser neuen Partei des Gemeinwohls. Da kann sich jeder durchlesen. Erstens unsere Verfassungsänderungsvorschläge, die wir ja auch schon ansatzweise diskutiert haben. Wir sind ja auch der Meinung, wir brauchen ein besseres Grundgesetz, eine neue Verfassung. Und unsere Reformkonzepte kann man so ein bisschen reinlesen, was aus unserer Sicht Gemeinwohlgesellschaft und Gemeinwohlwirtschaft bedeutet. Ja, das nur kurz zur Info. Und vielleicht möchte da auch Frau Dausin und Frau Beck noch ein kurzes Schlusswort sagen. Schlusswort finde ich ein bisschen schwierig.
Bei mir ist noch eine Frage entstanden, und zwar würde mich interessieren, wie man dieses Sicherheitsbedürfnis, was die Menschen heutzutage sehr, sehr stark haben und was auch ganz toll im Vordergrund steht, und wie ich finde, was auch verhindert, dass man tatsächlich in die eigene Verantwortung kommt, wie man das erfüllen kann, dass man zunächst mal dieses Sicherheitsbedürfnis wahrnimmt. Und ansonsten als Schlusswort würde ich mich bedanken für die vielen Anregungen und die Ideen und einen schönen Abend wünschen. Ja, ich sage herzlichen Dank. Ich glaube, das Sicherheitsthema neu aufzurollen würde den heutigen Abend sprengen. Das ist bestimmt auch ein eigenes Thema für einen eigenen Abend. Aber nichtsdestotrotz, ganz herzlichen Dank schon mal für die Anregung und für das Schlusswort dann auch. Nochmal die Frage, will noch jemand vielleicht ein letztes Schlusswort zum letzten Schlusswort noch hinzufügen? Machen wir noch eine kleine Atempause. Schauen wir, ob sich jemand noch meldet. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir uns allen eine gute Nacht und dass uns die Träume und Visionen und das vielleicht auch kreative Schaffen für die Überlebensarche, die wir alle brauchen, gut begleiten kann auf unseren weiteren Weg. Ich sage gute Nacht.